Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 31. Wir nehmen auf am 1. Oktober. Und wie immer begrüße ich in der Runde Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich den Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja und hallo liebe Hörer. Ja, hallo liebe Hörer, genau. Mein Name ist Gunnar Schmid, ihr habt es bestimmt schon erkannt als Stammhörer. Wir sprechen heute natürlich über die letzten drei Spiele des SVW in Wiesbaden gegen 1860, gegen Groß Asbach und gegen Münster. Ansonsten haben wir gar nicht so viel auf dem Programm. Ein paar kleinere News. Wir werden vielleicht noch über den einen oder anderen Spieler diskutieren. Aber dazu gleich mehr. Es geht natürlich wie immer oder fast immer los mit unserem Groundhopping, denn die Sonja war wieder unterwegs. Sonja, wo warst du denn? Was war denn jetzt fast immer für ein Diss, nur weil ich einmal nichts hatte? Ja, genau. Es ist fast immer Groundhopping und einmal eben nicht so. Die 100%-Marke werden wir nie wieder erreichen. Ja, scheiße, ey. Ja, wir könnten es nur noch annähern. Ich glaube, von den einmal nicht, gell? Hä? Ja. Yeah. Für den letzten dreimal einmal nicht, da ist die Quote schon wieder ganz anders. Ich muss das nicht machen, erzählt ihr doch mal, wo ihr wart. Ja, ich erzähle gleich, wo ich war, aber du darfst beginnen. Okay, also ich habe in unserem Lieblingswettbewerb mal ein bisschen was angeguckt im Hessenpokal. Sehr gut. Und gleich auch noch mit SVW in Bezug, denn ich habe mir unseren neuen nächsten Gegner für die neue Runde angeguckt. Neu-Isenburg gegen Hessen-Kassel war das Spiel. In Neu-Isenburg war ich einfach auch noch nicht im Stadion. Mhm. Und Kassel war der Favorit. Wobei hat dann auch gewonnen. Die spielen aber beide in der Hessenliga, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, inzwischen spielen beide in der Hessenliga. Hessen-Kassel ist ja runtergegangen letztes Jahr. Ja. Genau, und Hessen-Kassel hat das dann auch mit 3-1 gewonnen. Auch ziemlich verdient, muss man sagen. Und damit sind sie der nächste Gegner jetzt vom SVW. Mhm. Was ist das? Viertelfinale, oder? Genau. Ja. Ja, da gibt es auch schon einen Termin. Können wir gleich bei den Terminen erwähnen. Wo habe ich es mir hingeschrieben? Aber 17. glaube ich. 17. genau. Oktober, also schon in 2 Wochen. In Kassel. Natürlich in Kassel, ja. Deswegen hätte ich, alleine aus dem Grund war ich natürlich für Neu-Isenburg. Denn so für so ein Feierabendspiel kann man auch mal gut nach Neu-Isenburg fahren. Irgendwie Kassel ist dann natürlich schon wieder ein anderes Kaliber. Ja. Zumal der Mann vom Wurststand sehr witzig war. Ich dachte so, ach komm, jetzt ist das Spiel gleich rum, gibt keine Verlängerung, aber irgendwie habe ich Hunger. Ach, dann nehme ich mir noch eine Wurst für die letzten paar Minuten. Und bis ich die hatte, war dann aber schon Abpfiff, weil der Typ da am Grill so, ja, hier, ich weiß nicht, Moment, es dauert noch. Der hat aber so ganz viele da schon liegen, die fertig waren. Okay. Also nee, die anderen, die sind aber besser, die werden besser. Klein Moment noch, die werden noch ein bisschen besser. Und dann hat er die alles da rumgedreht und so. Ich wollte auch eigentlich jetzt einfach nur eine Wurst auf die Hand und weiter. Ja, aber die anderen, die sind besser als die anderen. Okay. Also ich weiß nicht, da gibt es die Premium-Wurst. Das wäre natürlich auch schön gewesen. Jetzt, wo ich da Connections habe. Ja, so ungefähr, ne? Die anderen liegen hier schon vom letzten Heimspiel noch. Hat er sich für dich aber extra nochmal Mühe gegeben? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht wusste der, dass wir drüber reden. Also, dass ich so ein Tester bin. Und war sie denn auch gut? Hat sich gelohnt, die Wurst? Ja, die war wunderbar, war die Wurst. Okay. Also hat er nicht zu viel versprochen. Na also. Und ansonsten Neu-Isenburg, das ist dann mehr so Modell Bezirkssportplatz oder wie sieht es da aus? Ja, das hat eigentlich, also es hat jetzt, glaube ich, gar keine Sitzplätze oder so gehabt. Ich habe mich dann da auf die Stufen gehockt, weil dann auch nicht so viel los. Aber doch so klein, größere Sportanlage insgesamt da im Wald in Neu-Isenburg mit also irgendwelche Schilder von wegen hier Vorsicht Hammerwurfstätte und so. Okay. Ja. Ja. Gut. Reicht für Hessenliga. Genau. Lass mich gerade überlegen. Dann geht es jetzt dann in der nächsten Runde nach Kassel. Wen hatten wir im Achtelfinale? Das war doch auch dabei, Kassel. Wer war das noch gleich? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hilf mir mal. Eschwege.
Eschwege, ja, das ist ja auch nicht so weit weg davon, ne? Das ist zumindest glaub, von hier aus gesehen auch ja. sehr weit weg. Und, es geht ein bisschen mehr Richtung Osten oben raus. Da gibt es dann noch, ich glaube, Lohfelden und Baunatal, das ist doch auch alles da rum. Ja. Ich glaube, Baunatal könnten wir erst im Finale kriegen, wenn ich das jetzt... Das klingt attraktiv. Genau. Könnte sogar tatsächlich passieren. Aber gut, dann... Ja gut, ich weiß noch, wie kleiner Exkurs, wie damals mit der Eintracht in Bordeaux. Und der ganze Fanblock hat gesungen, oh, wir sind alle in Bordeaux, wir spielen international, der OFC fährt nur nach Baunatal. Ah, okay. Und so wurde von Baunatal dann auch mal europäisch gesungen. Ja, oder das zumindest im Zusammenhang mit Baunatal, ja, genau. Ja. Ja, genau, an dieser Stelle hätte jetzt natürlich eigentlich deine Auswärtsfahrt nach Marseille stehen sollen, aber die ist ja aus bekannten Gründen leider nicht zustande gekommen, was ich tatsächlich sehr bedauere, also sowohl für dich als auch für alle anderen Fans, weil das ist eigentlich echt eine Scheißgeschichte. Ja. Aber gut, was hast du uns stattdessen? Wie erwähnt, ich war ja schon mal da. Ja, trotzdem, wäre natürlich bestimmt ein cooles Spiel gewesen. Klar. Ja, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre mit Fans. Ja, aber Spielabbruch. Das wäre natürlich schön gewesen, ja. So ein Paralleluniversum fand das Spiel mit Fans statt, wurde aber abgebrochen, ja. Und zwar, weil beide Fangruppen so randaliert haben und der grüne Tisch war völlig ratlos, wie man das jetzt zusprechen soll. Ja, das Start-Velodrom in seine Einzelteile zerlegt. Okay. Aber das war nicht das Einzige. Jetzt, du warst noch weiter unterwegs. Ja, in unserer aller Lieblingsliga, die Regionalliga Bayern. Die Regionalliga Bayern. Warte mal, dann lass mich raten, das hast du verbunden mit deinem Ausflug nach München. Richtig. Ja, ich hatte keinen Bock, an einem Tag nach München hin und zurück zu fahren, hab geguckt, was kann ich denn noch so machen und dachte, komm, penne ich in Augsburg und guck mir die zweite vom FC Augsburg an, was jetzt nicht so attraktiv klingt, aber ich muss dazu sagen, ich war noch nie im alten Rosenau-Stadion. Die spielen in dem alten Rosenau-Stadion oder Rosenau, ich glaube, die betonen hinten, richtig. Ne? Ist mir wurscht so, die haben die alle da unten in Bayern betonen auch Wiesbaden falsch, von daher. Ja, aber das ist doch ziemlich groß, ne? Das ist doch eine ziemliche Schüssel. Ja. Und? War aber natürlich nur die Sitztribüne dann offen, klar. Wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, ich meine, ich hätte das vor einiger Zeit mal zufällig, als ich irgendwas nachgelesen habe, hätte ich das entdeckt. Ich glaube, Wien ist die letzte Mannschaft oder das Spiel gegen Wien war damals von der ersten, von Augsburg natürlich, das letzte, was dort stattfand, bevor die in ihre neue Arena da umgezogen sind. Seitdem haben die da, okay, die zweite Mannschaft spielt ja jetzt offensichtlich noch, aber die erste Mannschaft hat, glaube ich, ihr letztes Heimspiel damals gegen Wien ausgetragen in der zweiten Liga. Das nur am Rande. Ja. Ich weiß nur, dass ich einmal in dem Stadion war, da haben die Wiener da gespielt, gemeinsam 3-0 verloren oder so. Weiß ich, ob das Spiel war, aber... Das weiß ich jetzt auch nicht, aber Augsburg könnten wir auch in der Regionalliga Süd ja mal getroffen haben, ne? Ja. Da müsste ich jetzt aber auch tatsächlich nachblättern. Genau. Egal. Gegen wen haben die jetzt gespielt? Hattest du das schon erwähnt? Nein, gegen den FC Pippinsried. Pippinsried? Ja. Ist das nicht da, wo... warte mal. Wie heißt der Roman Grill da, der Berater von Philipp Lahm? War der da nicht mal Trainer? Ach du liebe Zeit, jetzt kommst du mir mit Fragen, ey. Ja. Philipp Lahm hat einen Berater, wofür denn, ey? Der ist doch selber schon weichgespült ohne Ende, dem braucht doch keiner sagen, was er macht. Ja, vielleicht ist das ja alles nur vom Berater und in Wahrheit ist der Philipp Lahm... Das ist eigentlich voll der geile Partytyp. Wahrscheinlich, ja. Beim Jever Fun, da geht er mal richtig auf sich raus, ja. Die bunte Hose ziehst du heute nicht an, wenn du mit dem Grinden da zu dem EM-Gedöns gehst. Die bunte Hose. Und das Sakko vom Stielige kannst du auch nicht anziehen, das steht dir nicht. Ja, egal. Ich glaube, das war tatsächlich Pippinsried. Da hat er sich mal als Trainer versucht, war aber, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich. Aber egal. Ich habe hier einen Roman Grill, Spielerberater, war beim FC Ismaning. Richtig, in Ismaning war der, genau. Wie kam ich denn jetzt auf Pippinsried? Was war denn damit? Naja, gut, dieses ganze Gelumpe da in der Regionalliga Bayern, das bringe ich halt auch mal durcheinander. Gut, dass du das gesagt hast. Ja, sorry an alle Freunde aus München und Umgebung, dass ich das jetzt so durcheinander geworfen habe. Aber gut, dass du es noch aufgeklärt hast, Micha.
Gerne. Ich kann ja jedem nur empfehlen, beleidigt einfach mal auf Twitter die Regionalliga Bayern und dann schaut mal, was passiert. Das ist total geil. Gibt's da Feedback, ja? Ja, gibt's super Feedback. Da hatte ich schon sehr viel Spaß. Ah, gut. Das sollte ich mir vielleicht auch mal... So letztes Jahr, keine Ahnung, geschrieben, wie überflüssig ich die finde, weil die auch einfach überflüssig ist, haben wir ja schon thematisiert. Mhm. Und dann kriegst du zurück so, ja ey, aber bist du doof, kannst du nicht zählen, da müssten doch dann 4 absteigen aus der dritten Liga. So, ja, genau, das wird auch bald passieren. Bist du dumm, kannst du nicht zählen oder was? Es müssen immer noch 4 absteigen. Das war die Argumentation, also okay. Ja. Ja, das ist auch ein schöner Ton dann so. Mhm. Also ich meine, ja. Ich habe mal geguckt gerade, wer jetzt eigentlich, also die Regionalliga Bayern und die Regionalliga Nord, das ist das einzige Aufstiegsspiel dann noch, das es gibt diese Saison. Ja genau, das wechselt ja jetzt irgendwie. Das geht gegen HSV 2. Ach du lieber Himmel. Eher Bayern 2 gegen, keine Ahnung, Wolfsburg 2 oder so ein schöner hochklassiger. Super attraktiv. Ja. Ich habe da geguckt, der FC Pippinsried bietet neben der erfolgreichen Fußballabteilung auch die Sportarten Stockschießen, Tennis und Damengymnastik an. Stockschießen, Eisstockschießen wahrscheinlich, oder? Da steht nur Stockschießen. Da steht nur Stockschießen, okay. Ja, nicht schlecht. Das ist mal fett für einen Lebenslauf hier. Ich bin der Trainer von der ersten Stockschießer-Mannschaft im FC Pippinsried. Ja. Wie ging's denn aus? Pippinsried hat 2-1 gewonnen. Siehst du mal. Ich muss ja auch sagen, Boah. Ich fand deren Fans sehr schön. Die haben natürlich dann viel gesungen, auf geht's Pippi, schieß ein Tor und so. Das war so ein bisschen so Fußball-Dadaismus, so ein bisschen. Okay. Das hat Spaß gemacht. Pippi und Hoffe. Ja. Das wiederum klingt irgendwie wie so ein kleiner Mädchenfilm. Ja. Nee. Hoffe und Pippi. Okay. Das wiederum klingt wie jeden Tag bei dir als Jungvater. Hoffe auf Pippi. Okay, das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht vertiefen. Ja, das, aber. Den hab ich noch. Warte mal, kurz noch zu Rosenau. Da war, gut, nur eine Tribüne offen, hast du gesagt, wahrscheinlich nur ein paar hundert Leute dann, oder? Oder wie ist da so die Lage? Ja, ganz wenig. Also ich weiß die Zahl nicht mehr, aber ich glaube, das waren 200 höchstens. Mhm. Okay, aber ansonsten wahrscheinlich schon ganz cool da, ne? Ich meine, so eine alte Schüssel, weiß ich nicht. Oder ist halt, die mittlerweile so runtergeranzt. Wenn das so komplett leer ist, kannst du ja nicht sehen, wie die Stehblöcke da aussehen, wie viel da jetzt schon wuchert oder nicht, wenn du halt weit weg bist. Was ich ziemlich witzig fand, so beim Durchgucken, dass ja tatsächlich die Blöcke die Buchstaben A bis Z haben, ne? Sehr schön. Also das hört ja wirklich mit Z auf. Wunderbar, das hat man selten. Ja, das dachte ich mir dann auch. Ich weiß nicht, so ein Block Z gibt's jetzt nicht so oft, vor allem wenn mit A angefangen wird. Ja. Mhm. Meisterplanung oder weiß ich nicht. Ja, Block Ö. Achso, oder ja, vielleicht haben sie sich das vorher tatsächlich schön, fein, säuberlich mit auf dem Plan eingeteilt. Ja. Wie sie das jetzt in 26 gleichmäßige Kuchenstücke runterkriegen. Ja, genau. Also wie bei Asterix und Obelix, so, das ist mein Kuchenstück. Ja, genau. Okay, du sagtest, einen haben wir noch. Wo warst du denn noch? Ja, ich war am letzten Wochenende in Berlin. Mhm. Nicht wegen Fußball, sondern wegen einem Konzert. Aber habe natürlich auch mal auf den Plan geguckt, was gibt es so. Und es waren leider nur Stadien, in denen ich schon war. Da war zuerst halt mal Olympiastadion Hertha gegen Bayern. Das fiel schon mal eigentlich grundsätzlich aus. Und dann weil du es nicht sehen wolltest oder weil es ausverkauft war? Oder? Ich glaube, dass es dann am Ende auch ausverkauft war, aber natürlich bei so vielen kannst du eigentlich auch mal zum Stadion fahren, wenn du eh in der Stadt bist, kriegst du wahrscheinlich auch noch was, aber ich weiß nicht, so Spiele gegen Bayern bei Vereinen, die normalerweise kein volles Haus haben, ihr werdet es wissen, die sind jetzt nicht so geil, also da sind dann so Leute, die einmal im Jahr ins Stadion gehen, hast auch irgendwie überall in jedem Block lauter Bayern-Fans hocken und macht da irgendwie keinen Spaß. Und das Olympiastadion ausverkauft ist ja sowieso immer so eine Sache. Also da stehst du ja wieder ewig am Eingang und so. Ich wollte was Gechillteres. Das stimmt, aber das war jetzt wahrscheinlich die einmalige Chance, ein Olympiastadion mit guter Stimmung. Bayern im Olympiastadion verlieren zu sehen. Ja, okay, das auch, aber auch tatsächlich mit guter Stimmung. Dass die tatsächlich auch mal bis auf den Platz ankommt. Meistens ist ja selbst wenn irgendwie da die, was ist das bei denen? Ich glaube, die Ostkurve oder sowas, die haben ja meistens Gegenwind. Das heißt, die können singen, so viel sie wollen. Auf dem Platz hörst du davon schon fast nichts mehr. Ne?
Es geht nichts über mein Hertha-Erlebnis gegen Luhansk, als ich den ganzen Block für mich alleine. Okay. Sehr schön. Aber gut, du warst jetzt nicht im Olympiastadion, sondern? Nein, ich habe mich dann bei Babelsberg und TB standen dann zur Auswahl und ich habe im Westen gewohnt. Das heißt, es war nicht weit bis zu TB. Dann bin ich zu TB Berlin gegangen gegen den Torgelower FC Greif. Torgelower FC Greif, fantastisch. Die haben auch einen Vogel als im Wappen. Ja, super. einen Greifvogel, hoffe ich. Also ja, ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie was, ich glaube, da war nur der Kopf von dem Vogel, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Greifvogel war. Ja. Und TB, das ist, was ist das, Mommsenstadion oder was? Wie heißt das denn? Da war ich zwar vorher auch schon, aber hat mir auch gefallen, deswegen bin ich da auch ganz gerne wieder hin. Mhm. Ist natürlich dann auch sehr verloren, also da waren 280 Zuschauer. Okay, aber das war dann jetzt auch Freitagabends, ne? Dann, genau. Wenn du sagst, ja, genau, aber gut, dann Flutlicht und so ist doch, sagen wir mal, was Nettes. Ist auch schön kalt inzwischen und ja. Natürlich wieder so einfach nur so ein paar Mods-Leute und fertig. Und TB mag ich ja auch, also die sind ja auch hier Vorreiter mit gegen Homophobie und Nazis raus und so, da sind die ja groß dabei. Ist nicht ganz im Griff haben sie ihren Sexismus, ist mir aufgefallen. Also da brüllten ab und zu mal Leute rein, so, ist ja kein Frauenfußball, ihr spielt Männerfußball und so. Aha. Und eine Szene, die sehr lustig war, nur für einen nicht, war, als eine Flanke kommen sollte, die dann der Abwehrspieler mit seinem Gemächt geblockt hat. es gab einen echt üblen, dumpfen Schlag. Also um mich rum alle Männer so mit zusammengebrochen. Ja. Autsch. Der lag dann halt erstmal da. Es gab kann das einen jetzt, dumpfen Schlag. Ja, ich kann das jetzt halt schwer nachvollziehen, aber man sieht das ja öfter beim Fußball, das braucht ja dann einfach einen Moment, bis die Schmerzen dann langsam weggehen. Ja. Und dann kam irgendwie so, ja, hier Sanitäter und dann kam da die Ärztin von Torgelow war das, glaube ich, dann auch. Ja. Und die lief dann dahin und wusste auch nicht so genau, was sie machen sollte. Und natürlich von der Tribüne kamen viele gute Ratschläge. Ja, natürlich, okay. So, hier, Wärme soll helfen. Ja, ist doch eher, in dem Moment wird es doch eher so ein Eispack drauf machen, oder? Ich meine, Eisspray ist dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber so ein Eisbeutel oder so. Na gut, okay. Ich glaube, sie hat dann einfach den ganzen Kerl irgendwie mal aufgehoben, dass der sich immer strecken konnte und fertig. Aber so natürlich, das hat für viel Spaß auf der Tribüne gesorgt. Na gut. Ja, wir haben es dann 2-0 gewonnen am Ende. Und, TB. TB, genau. Ja. Und haben auch lange in Überzahl gespielt, hat dann gedauert, bis wir endlich mal das Tor gemacht haben, aber dann sah es auch immer nach dem Sieg aus. Was relativ witzig war, ich bin dann so zur Halbzeit ein bisschen weiter rüber, so Richtung TB-Fans, die oft, also da gibt ja auch so eine Tribüne oben. Ich hatte aber keinen Sitzplatz, deswegen du kannst drunter noch stehen, unter dieser Tribüne ist nochmal so ein Stehbereich und auf der anderen Seite ist, weil die Hardcore-Fans stehen, so viele sind es ja nicht. Da bin ich da so ein bisschen darüber gelaufen und das war dann sozusagen im Stadion auf der Westseite. Und dann hörte ich auf einmal irgendwo von weiter weg irgendwie so ein Jubel. Und gleichzeitig meldete sich der Toralarm auf meinem Handy und dann habe ich gesehen, dass Hertha ein Tor geschossen hat und das hat man bis da drüben gehört. Nicht schlecht. Und dann kam im nächsten Moment auch der Stadionsprecher und du hast gehört, dass der sehr euphorisch war, also man wusste dann auch, wer das Tor geschossen hat. Und das ist dann später nochmal passiert und später war tatsächlich auch der Jubel deutlich zuerst, weil das erste war ein Elfmeter-Tor. Das heißt, da ist der Toralarm auch sehr schnell, weil du weißt ja, wer schießt und dass er gleich vielleicht drin ist und kannst das ja vorbereiten. Mhm. Beim zweiten war es dann tatsächlich erst dieser aufbrannende Jubel, dann dieser Stadionsprecher und während das war, kam es dann aufs Handy. Das war schon ziemlich witzig eigentlich. Jetzt für euch jetzt nicht, aber so generell. Akustisch war das gut. Habe ich jetzt nur eine Frage. Hast du einen Toralarm für alle Spiele oder jetzt für die Hertha speziell oder warum? Nein, in dem Fall war es einfach, weil ich wusste, dass da abends ein Bundesligaspiel ist und dass ich mir da mal die Tore machen kann. Also ich stelle mir das immer manuell ein. Ah, okay. Ich habe dummerweise, den mache ich auch irgendwie nie aus, einen Toralarm für alle dänischen Erstligaspiele. Okay. Frag mich nicht, warum ich den nicht ausstelle, keine Ahnung. Ja, ja, es ist so schön, wenn es manchmal in der Hose vibriert vielleicht, weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich das, was noch gefehlt hat, was noch irgendein Rentner hätte reinrufen müssen, ja, als die Frau natürlich. Da so ratlos vor dem Typen stand. Ist doch schön, freu dich doch immer, dass da mal jemand aus der Gegend geschossen hat.
Ja, das musste jetzt auf so Nächstes Mal kommst du mit. musste jetzt auf Berlinerisch musste das jetzt irgendwie bringen. So wie hier Herr Tinio, ne? Mit seinen wunden Tatzen. Schön Gruß hat 93. Okay. Gut, Ja, das war's. das war's auch von mir. Gerade mal Jetzt noch kommst eins. du. Nein, ja, gleich. TB, was das ist? Berlin-Liga oder wie heißt das dann? Nein, es ist die Oberliga. Das ist, glaube ich, noch eins über Achso, Berlin-Liga ist dann noch Berlin-Liga. eins drunter dann, okay. Genau, also Oberliga Nordost, Staffel Nord heißt es insgesamt. Und die sind tatsächlich auch dann in einer Liga mit Rostock 2 und so. Also es ist nicht nur Berlin, sondern Ah, es ist okay, dann schon. verstehe. Und Torgelow liegt ja auch irgendwo in MacPom, glaube ich. Ja, müsste ich nachschauen, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe tatsächlich den Vereinsnamen schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt nicht genau, wo das ist. Gut, ja, genau. Ich habe auch ein Spiel beizusteuern für unsere kleine Rubrik hier. Hatte ich es nicht letztes Mal schon angekündigt? Ich weiß es gar nicht. Ich war jedenfalls in Lissabon, Champions League gucken. Benfica gegen Bayern. Und ja, habe dann tatsächlich einen sehr schönen Ausflug darunter gemacht. Wetter war herrlich. Lissabon ist ja eine tolle Stadt. Ich war vor vielen Jahren schon mal da bei Sporting und jetzt eben auch mal bei Benfica, was ja wirklich auch nur, ja, weiß ich nicht, ein paar Kilometer weiter ist. Also das ist so eine 2 Kilometer oder sowas. Also das ist auf dem Stadtplan recht nah beieinander. Und ja, das war sehr nett. So vom Spiel war eigentlich ganz gut und Stadion ist auch ganz hübsch. Ist halt ein Neubau, ne? Also ist halt jetzt, ich glaube, das haben die damals für die Europameisterschaft 2004 neu gebaut. Von daher ist es jetzt nicht so super spektakulär, so ein bisschen ganz, bisschen schön gemacht, weil es halt so diese leicht geschwungenen Tribünen da so hat. Also jetzt nicht einfach so eine gerade Kante oben, sondern so ein bisschen geschwungen und die Dachkonstruktion ist auch ganz hübsch. Aber ansonsten ist es halt einfach halt ein modernes Stadion. Ne? Also da bröckelt kein Putz ab oder sonst irgendwas, also wie man das vielleicht sonst auch mal hat. Stimmung war ein bisschen mau da. Das hat mich erst irritiert und auch ein bisschen enttäuscht. Also auch von Gästefans. Also es waren zum einen nicht so viel da. Das wahrscheinlich einfach wegen der Kürze der Planung kam wahrscheinlich nicht so viele Bayern mit. Und gab dann auch keine Sonderflüge und so weiter. Und dann sind auch noch welche draußen irgendwie am Einlass hängen geblieben. Offensichtlich hatten die da schon irgendwie einen gewissen Spaß mit den portugiesischen Ordnern. Die übrigens, das muss ich auch erzählen, unter aller Kanone sind. Ne? Also ich meine, ansonsten die Leute überall total nett, aber da am Einlass, da diese Ordner, übelst. Das erinnert mich an Porto oder was ähnlich. Ja, weiß nicht, vielleicht ist das da irgendwie der Standard. Ich sag mal, mit genau abtasten, das ist eine Sache irgendwie, aber ich habe da im Prinzip einen Handkantenschlag ins Gemächt gekriegt. Also das war nicht feierlich. Ich bin wirklich hochgesprungen und habe gemeint, hier, Alter, mach mal langsam oder beziehungsweise easy, hab ich dann irgendwie zu mir gesagt. Und dann von wegen, was habe ich denn da drin? Ich so, ja, was habe ich denn da wohl drin? Ne? Also das ist echt Ja, unmöglich. aber du hast was mitgebracht. Ja, ganz genau. Holen Sie das mal raus. Das. Weil Sie sind festgenommen wegen Exhibitionismus. Ja, genau. Wegen dicken Eiern, ja. Nee, Die Frage ist, gab es einen dumpfen Schlag? Ja. Zumindest fühlte sich so an, ja. Ich hätte auch da so ein Eispack danach gebrauchen können. Das war echt, echt übel, ja. Und als ich dann da endlich mal da durch war, dann habe ich dann da haben auch von Bayern, die haben dann halt auch so Ordner, die dann da so am Eingangsbereich dann da sind, irgendwie, wahrscheinlich nicht, um da irgendwie, keine Ahnung, schlichten zu können oder sonst irgendwas, wenn da irgendwas los ist. Da habe ich noch einen angequatscht, wo meint, ob er das da im Blick hat, was da läuft. Er hat gemeint, ja, das dürfen die hier, die sind nicht so zimperlich. Ich so, ja, schön, zimperlich ist das eine, ja, aber naja, gut. Ja, jedenfalls hat es da wohl irgendwie schon eine Gruppe von Bayern-Fans gar nicht erst ins Stadion geschafft, die vermutlich so aus der aktiven Szene kamen und dann war dann der Support dann ziemlich dünn. Und weiß nicht, so nach ein paar Minuten von der restlichen Szene, die hatten dann irgendwie mal eine Fahne oben, ich glaube so eine Schickeria-Fahne und das fanden sie, glaube ich, irgendwie nicht cool. Da kamen dann gleich irgendwie hier Ordner und Polizei und Geknüppel, gab es mal kurz Aufruhr. Also das war ziemlich unnötig. Aber das hast du ja häufig irgendwie so in den südlichen Ländern, irgendwie so in Italien oder auch in Griechenland oder sowas, da ist die Polizei auch immer schnell bei der Hand. Also das hat man schon ein paar Mal so diese Geschichten. Ja. Und ansonsten, auch das Lissabonner Publikum fand ich auch relativ, ja,
leise. Also kam jetzt nicht so viel. Das einzige richtig coole Szene war, als der Renato Sanchez das Tor gemacht hat, dass dann das ganze Stadion aufgestanden ist und applaudiert hat. Das war tatsächlich ganz groß. Gut. Das fand ich seltsam. In einem Spiel, in dem es um viel geht, ein Gegnertor so bejubeln, ich weiß nicht. Ja, das widerspricht irgendwie echt allem. Vermutlich haben die auch mitbekommen, dass es dem Sanchez jetzt die letzten 2 Jahre jetzt nicht so gut ergangen ist. Und weiß nicht, vielleicht haben sie ihn auch in guter Erinnerung, weil das ist ja irgendwie ein Junge da aus der Stadt. Aber ich finde, also ich finde, so einen feierst du dann irgendwie nach dem Spiel. Ja, plus das war natürlich auch ein großes, hat fantastisch rausgespielt, also dieser ganze Angriff, mit dem er ja wesentlich beteiligt war. Also von daher, ich fand es jedenfalls in dem Moment sehr schön. Das war so ein bisschen der junge Lothar Matthäus, gell? Ja, der wieder halt richtig mit Power da halt durchs Mittelfeld marschiert und so weiter, den richtigen Moment zum Abspiel findet und dann am Ende dann halt richtig steht, dass er da den Ball dann halt über die Linie drückt. Nee, war schon gut. Ansonsten Lissabon kann ich nur wärmstens empfehlen. Also ganz tolle Stadt. Sehr gut gefallen. Aber durfte dann Renato Sanchez auch jubeln, dadurch, dass die Fans geklatscht haben? Oder ja. Geschämt und nicht gejubelt. Er hatte irgendwie so die Hände so über den Kopf gehalten irgendwie. Ich glaube, das sollte auch so eine entschuldigende Geste sein. Also ist jedenfalls nicht rumgerannt und hat sich gefreut. Wenn das mal nicht krank ist, ey. Alle jubeln, nur der Torschütze nicht. Das ganze Stadion flippt aus. Ja. Vielleicht hat er auch die respektvolle Geste bejubelt. Vielleicht auch das. Ja. So wie Gunnar immer ausflippt, wenn das gegnerische Spieler macht. Ja. Na gut. Ja, das war's von meinem kleinen Ausflug. Und Micha, warst du auch unterwegs? Nee, ne? Ich habe auch noch 3 Spiele. Nein, ich, dann würden wir wieder überziehen. Ach so, na, wenn du was hast, dann darfst du das gerne erzählen. Zum Wohle der Sendung habe ich nichts angemerkt. Okay, gut. Dann, der Michael ist in Wahrheit im Jahr irgendwie bei 500 Spielen und sagt einfach nichts. Genau, weil das dauert mir sonst alles zu lang. Es geht auch kein was an. bin ich froh, wenn ich einfach nur die Heimspiele sehen kann, im Stadion sein kann und die Auswärtsspiele irgendwie noch über Telekom verfolgen kann, weil momentan relativ viel neben dem Fußball bei mir passiert. Mhm. Genau. Ja. Gut, dann springen wir noch mal rein und besprechen mal kurz die letzten Spiele. Es geht los hier in unserer Liste mit dem Auswärtsspiel in München beim TSV 1860 im Grünwalder Stadion, was der SVW in Wiesbaden mit 2-1 gewonnen hat nach 0-1 Rückstand. Und die Sonja war, wie gerade eben schon erwähnt, vor Ort. Mhm. Wie war es denn im alten Grünwalder? Schlimm. Es war durch und durch schlimm. Okay. Erzähl. ihr wollt alle Einzelheiten wissen. Nee, nicht alle Einzelheiten, aber so vielleicht so die 3 schlimmsten Sachen. So die Highlights. 3 schlimmsten Sachen. Ja, nachdem du sagst, das war alles schlimm, dann würden ja sicherlich 3 Sachen einfallen. Ja, mir fallen mehr als 3 ein. Okay. Also erstmal vorm Spiel, ich war relativ früh da, hab dann, eigentlich hieß es ja von wegen, ja, parken kann man hier schon mal gar nicht und so, das hört man ja immer sehr gerne. War ich früh genug da, habe ich mein Auto abgestellt, in der Sebener Straße, seitdem haben die Bayern nicht mehr gewonnen, viel Grüße. Du bist aber ein ganzes Stück noch gelaufen, oder? Naja, gut, die ist ja ziemlich lang. Also, achso, ja, okay, die geht nicht, auch weiter runter. Ich hab nicht hinten bei den Bayern geparkt, sondern ja, halt dann näher am Stadion. Mhm. Bin dann zum Stadion gelaufen und hatte halt echt noch Zeit und dachte, ich laufe mal irgendwie im Stadion rum, sieht man irgendwie ja doch immer ein bisschen mehr, als wenn man geradeaus in den Gästeblock marschiert. Kam dann von der anderen Seite in diese abgesperrte Hintertribünen-Ding, wo es dann auch zum Gästeblock ging. Und dachte, eigentlich müssen die mich ja durchlassen, wenn da direkt mein Eingang ist, und zeigte dann dem Ordner meine Karte, so, ja, Gästeblock da durch. Und fing dann an, irgendwie da so rumzumuttern, ja, nee, hier nicht und so, und die muss ich doch außen rum. Ja, aber da vorne, ich sehe doch meinen Eingang da vorne, muss doch da rein. Ja, Moment, dann holt er irgendwie einen Kollegen und der Kollege so, ja klar, die ist hier richtig durch, ja. Und dann rief er mir irgendwie noch hinterher und klopfte mir erstmal noch auf die Schulter, das ist ja auch immer so eklig, wenn man so ungefragt angefasst wird. Und so, ja, da haben sie Glück gehabt heute, junger Mann.
Du Wichser, ey. Hast du wieder, hast dich wieder morgens nicht rasiert, oder? Ja, genau, genau. Ich bin wieder mit meinem Vollbart dahin, weil ich dachte so, ja, München ist noch so ein bisschen vielleicht so im konservativen Bayern, vielleicht lassen die keine Frauen ins Stadion, da ja. So ein Vollbart angeklebt und so. So ein Hipsterbart. Haare rasiert oben. Genau. Ja, 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 sehr gut. Ja. Und dann war ich im Block, ja? Ja, ich muss dich gerade noch zwischendurch korrigieren, bevor ich das vergesse. Die Bayern haben seitdem sehr wohl noch gewonnen, weil das Spiel gegen Schalke, was sie gewonnen haben, war erst abends. Also, weil du sagtest... An dem gleichen Abend? Ja, das war an dem Abend. An dem gleichen Abend, okay, gut. Ja. Ach, da war ich noch nicht weggefahren, egal. Ah, okay, gut, zurück zum Spiel. Nee, jedenfalls im Block war dann ziemlich viel los, also es hat mich gewundert. Es waren ja insgesamt auch, glaube ich, fast 200 Fans dann da aus Wiesbaden. Mhm. Wobei, der war auch lange nicht voll. Also der war so ein bisschen seitlich von der Haupttribüne. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das immer der Gästeblock ist oder ob die manchmal, wenn sie mehr Gäste haben, einfach die ganze Hintertortribüne für Gäste nehmen. Das war jetzt nicht auszumachen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber kann ich mir gut vorstellen. Und dann ist es natürlich auch total seltsam, dass die, also der Block war sichtbar nicht voll. Der Block nebendran war auch sichtbar nicht voll, da waren auch ganz viele Lücken. Und dann sagt er halt durch so 15.000 ausverkauft. Naja, was natürlich damit zu tun hat, dass die halt, glaube ich, einfach nicht mehr als 15.000 da reinlassen dürfen. Und das finde ich aber sehr seltsam. Weißt du, so hast du irgendwie so endlos Platz um dich rum und der quäkt da irgendwie sowas von ausverkauft in seinem Mikro. Naja, das haben wir letztes Mal ja schon erzählt, die werden dann die anderen Blöcke ja, dann halt noch ein bisschen überfüllt haben. Dann, ne? Aber komisch ist es trotzdem. Ja, ja, ja. Ja, der Stadionsprecher war auch so ein Herzchen, der fing dann irgendwie an so, also besser gesagt, er hat nicht aufgehört damit zu erwähnen, so, ja, und wir sind gerade Sechster und unsere Gäste sind nur 16. Ja, wer hätte das denn gedacht? Und das halt so, das hat er so oft gesagt vorm Anpfiff, dass ich dachte, ey, halt doch deine dumme Fresse. Und das Blöde war, wenn er seine Fresse gehalten hat, dann wurde irgendwie so Wiesenmusik eingespielt. Ah. So, nicht so entweder so Nazi-Musik von Gabayé oder irgendwie so, keine Ahnung, so Ehebrechermusik auf Bayerisch. Ehebrechermusik. Ja, auch eine schöne Kategorie hier. So, ja, genau, die mach ich jetzt neu auf. So, Spotify. Hast du bald eine Liste Ehebrechermusik? Okay. Mhm. Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja, aber der Begriff, ja. der gefällt mir. Ja. In Bayern heißt das Schürzenjäger. Ja, ja, genau. Es waren nicht nur die Schürzenjäger, sondern es ist wirklich Schürzenjäger-Musik dann gewesen. Aber die Schürzenjäger, weißt du, sind die nicht aus Tirol? Also diese Gruppe da, Zillertal oder irgendwas, waren die nicht? Ja, gut, der Gabayé kommt ja auch nicht aus Bayern. Ja, naja, klar. Okay, weiter. Aber das ist ja alles eins, wenn das scheiße genug ist, dann findet das ja da auch statt. Wo war ich stehen geblieben? Es war furchtbar. Ja. Es war furchtbar. Es hat mich so kulturpessimistisch gemacht, auch wenn das Schönste irgendwie ist, wenn die Mannschaften dann einlaufen oder ich weiß gar nicht, an welcher Stelle das war und sie spielen mal so eine halbe Minute was von Guns N' Roses und das ist schon der musikalische Höhepunkt, dann ist es richtig bitter. Hm. Moment. Ja? Nichts gegen Guns N' Roses. Das war jetzt auch nur so halb was gegen Guns N' Roses. Das ist halt so relativ beliebige Musik, die halt irgendwie jeder mal im Stadion spielt. Relativ beliebige Musik. Ja, aber das tut nicht weh. Das ist ja schon für Stadionmusik ist das ein Lob. Okay, gut. Ansonsten muss ich mich mal zu eurem Musikpodcast einladen und mal randalieren. Ja, das ist ja sehr schlimm. Ach du liebe Zeit, verliere ich ja zwei Podcasts mit einem Abend. Ja, genau, du bist gerade ganz kurz davor, hier alles kaputt zu machen. Ja. Das soll, ja. Schön, dann erzähle ich mal was vom Spiel. Alter. Ja, reden wir nochmal kurz über das Spiel. Dafür haben doch die Leute eingeschaltet, glaube ich, vielleicht, möglicherweise. Nee. Kennen das Spiel doch alle. Haben sie eh alle gesehen. Ja, wir erzählen einfach nur noch das Drumherum. Das andere könnt ihr in der Zeitung nachlesen. Ja, richtig, genau. Also, ich verlinke mir dann den Spielbericht. Ja. War eigentlich, wir waren ganz gut drin im Spiel, hatte ich so das Gefühl. Und hatten, glaube ich, auch die allererste gute Chance, als Andres den so an die Latte genagelt hat. Das war, glaube ich, fast noch in der Anfangsphase. Und dann ist erstmal nicht so viel passiert und haben aber ganz gut dagegen gehalten, dafür, dass die ja Sechster waren und wir waren ja nur 16. in der Tabelle. Ja. Dann ist aber irgendwann hatte, glaube ich, 60 dann so ein, zwei Chancen und dann ist auch gleich das Tor gefallen nach einer Ecke. Relativ lasch verteidigt und dann war er irgendwie doch drin und dann dachten wir schon toll, ob wir da jetzt nochmal wieder rauskommen.
Aber nach der Halbzeit haben wir es dann relativ schnell gedreht mit Schipnowski. Schipnowski, unser Freund Schipnowski, ja. Der zur Halbzeit eingewechselt wurde und dann relativ schnell zwei Buden gemacht hat. Ich glaube, beide auf Vorlage von Alf auch mehr oder weniger. Das erste war so ein Freistoß, der, glaube ich, ewig segelte. Also der war sau hochgeschossen und man dachte so, kommt der nochmal runter und wenn ja, wohin? Und das war dann so ein Klärungsversuch, der nicht geklappt hat, der dann vor Schipnowskis Füßen endete und musste den dann halt auch nur noch reinschießen. Und das zweite war dann auch eine Flanke von Alf und den hat Schipnowski dann eher so reingemurmelt. Also der ging wirklich so quälend langsam dann doch noch ins lange Eck. Und da wir ja eher auf der anderen Seite standen, sah das auch sehr quälend aus. So, kullert er jetzt noch rein oder nicht? Das war dann natürlich ein sehr schöner Moment. Da war dann mein Kulturpessimismus wieder ein bisschen verflogen. So von wegen, wir jetzt mal doch gegen die hier so eine Scheiße bauen. Und ja, das haben wir dann auch, fand ich, relativ gut verteidigt. Also 60 hatte dann gar nicht mehr so viel nach vorne, waren aber auch nicht gut an dem Tag. Ich fand nur Mölders, der dann eingewechselt wurde, der war noch mal ein bisschen gefährlich. Auch der ist ja schon gefährlich als Typ. Also so ein Schrank. Ja. Ja, vor allem hat er eine tüchtige Plauze. Mein lieber Mann, den hast du da im Fernsehen ein paar Mal in Großaufnahme gesehen, da merkst du, okay, der ist nicht mehr voll austrainiert. Ja, aber was machst du denn, wenn der gegen dich hochspringt? Da fällst du doch um. Ja, tatsächlich, der hatte einige gute Chancen irgendwie auch. Weiß nicht, mal so einen Schuss, den Kolke rausholt und dann einen so eine Ablage, wo keiner mitdenkt oder keiner rechtzeitig mit reingeht, so eine Kopfballablage. Also der war tatsächlich dann, der hat dann nochmal richtig für Gefahr gesorgt. Ja. Ja. Und dann haben wir das Ding tatsächlich gewonnen und das fühlte sich sehr gut und versöhnlich an und was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, was aber, das ist auch für heute ist dieses ganze Spiel und drumherum 60 München ist die Hassrubrik, also da kommt nichts mehr, das ist meine Hassrubrik heute, das ganze drumherum, weil es gab hier diese blöde Initiative mit diesem United by Football und wir müssen uns jetzt alle an diesem Spieltag nochmal hinter dieses Plakat stellen, wegen der EM-Bewerbung und so, sich da alle Vereine und Schiedsrichter dahinter aufgestellt haben. Ach, das hat man in der dritten Liga auch? Das hatte man in der dritten Liga auch, die standen dann davor und im Hintergrund die Wiesenfans, während eigentlich fast alle anderen Fanblöcke da irgendwelche lustigen United by Money und so dann in den Hintergrund gezaubert haben, hatten die da ihren Wiesen-Fanblock aufgebaut. Also haben da so eine Wiesen-Choreo gemacht. Haben wir schon erwähnt, dass an dem Tag Wiesenauftakt war, haben wir noch nicht. Aber mal hat das letzte Mal, glaube ich, erzählt. Aber das habe ich überhaupt nicht kapiert. Also ich habe da nur irgendwie so eine helle oder cremefarbene Papptafeln gesehen, aber ich wusste überhaupt nicht, was das darstellen soll. Und drunter stand einfach nur Wiesen 2018. Ja. Alter, was wollen die mir denn sagen? Bin ich hier beim Fußball oder bin ich hier irgendwo im Bierzelt? Haben die auf der Wiesn auch eine Fußball-Choreo gemacht? Wahrscheinlich. Was soll das denn? Ich habe irgendwo was gelesen. Was wollen die mir denn sagen? Ich, keine Ahnung. Am Traum war das. Ja, und dann haben die ja noch in ihren widerlichen Wiesentrikots gespielt. Ja. Da hört es ja sowieso bei mir auf, ey. Fasnachtstrikots und Wiesentrikots ist für mich immer ein Grund der Mannschaft, egal welcher Mannschaft, immer eine riesenhohe Niederlage zu wünschen. Wenn die uns in ihren scheiß Wiesentrikots besiegt hätten, hätte ich wahrscheinlich noch irgendwen kaputt gehauen. Widerliche Wiesentrikots. Ja. Ja, da haben wir schon mal einen heißen Kandidaten für die heutige für den heutigen Sendungstitel. Ich glaube, ich habe euch ja auch so eine WhatsApp geschrieben in der Halbzeit, oder? So, ich hau hier gleich jemanden. Ja, das stimmt. Und ich hatte tatsächlich selbst auch vor dem Spiel getwittert, dass es für diese hässlichen Lappen eigentlich eine deftige Packung verdient hätten. Deftige Packung war es da nicht, aber so ein Auswärtssieg, der reicht mir dann auch ein Knapper. Also wir waren danach nicht mehr 16. und sie waren nicht mehr 6. Ja, so war das. Ja. Genau. Was mir noch auffiel. Sans näher bei Summer gerutscht. Ja, mir waren es dann sogar vor denen im Spieltag danach. Zam gerutscht. Hat er sich hoffentlich angeguckt, der dumme Schwätzer, ey. Der hat tatsächlich auch nach dem 1-0. Und dann machst du ja immer so hier, weiß nicht, wen Wiesbaden 1 und Groß Asbach 0 und so. 1860 München 1 und Gäste 0. sehr freundlich, gell, so. Ach, Gäste, wir so san, und so wurscht. Wir sind Vierter. Ja. Das ist natürlich insofern eigentlich ganz witzig mit dem Gäste, weil die haben ja auch da ihre uralte Anzeigetafel, wo ja auch nur Gäste dann dran steht. Und, aber das haben ja mehrere Vereine noch und die stellen sich da auch nicht so an. Okay, na gut. Also schön, dass sie auf den Sack gekriegt haben. So. So. Jetzt eine Beobachtung möchte ich noch loswerden. Da
Der Minzel hat ja da zwei Freistöße da wirklich im Prinzip von der rechten, ja fast schon von der Seitenauslinie eigentlich reingeschlagen. Das eine war dann, ich glaube, da war Scheffler mit dem Kopf dran, der war schon relativ gefährlich. Hat der Torwart noch pariert. Und das zweite führte dann eben zum Ausgleich. Das Lustige ist, er ist ja halt bekanntermaßen ein Linksfuß und weil er den dann halt ja so mit vielen Federn halt auch reinspielt, läuft er im Prinzip fast in die entgegengesetzte Richtung. Also er hat eigentlich Blickrichtung Kolke, um den Ball dann halt in den gegnerischen Strafraum zu schießen. Das finde ich eine sehr lustige Situation. Also müsste man sich eigentlich mal ein Stadtbild von ausdrucken. Okay, Micha, was hast du noch entdeckt? Ja, was heißt entdeckt? Ich wollte nur kurz auf die Tore eingehen. Weil ich die teilweise sehr kurios fand. Also das 1-0 von 60 war ja, wie gesagt, nach einer Ecke. Aber das war ja nicht einfach nur ein, sag ich mal, ein Mann, der da an den Fünfer rennt und den dann reinschädelt, sondern das war ja, die haben da ja so eine Traube, es gab ja so eine Traube von Spielern, die so, sagen wir mal, vom Fünfer-Eck Richtung Auslinie bis zu Kolke standen. Und dann ist der Ball ja irgendwie. Ich weiß nicht, im Endeffekt war es dann ja so, dass der Torschütze, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber der hat dann aus einem Meter Torentfernung gefühlt den Ball auf dem Kopf, der Ball ist ihm auf den Kopf gefallen und der war dann drin. Also er musste nicht besonders hoch springen. Da war nicht mehr viel aktive Bewegung dabei, ja. Ja, genau, also im Prinzip war es so, ich habe das mir dann noch ein paar Mal angeguckt, ich meine, das war ursprünglich mal Minzelsmann. Der hatte dann irgendwie die haben das dann relativ geschickt gemacht, so basketballmäßig so ein bisschen, ne, wo die dann immer so ein bisschen schieben und dann irgendwie zuck, ist so noch einer dazwischen. Scheffler ist halt auch nicht hochgesprungen und Kolk ist halt auf der Linie geblieben. Also klar, dass er da jetzt nicht unbedingt hingeht und den wegfaustet bei dieser Spielertraube, konnte ich noch nachvollziehen, aber der hat halt auch keine Bewegung dahin gemacht. So, ich meine, gut, klar, es ging jetzt auch relativ schnell, war unübersichtlich, aber er muss meiner Meinung nach ein bisschen Richtung Ball antizipieren und Scheffler muss halt zumindest auch mal hochspringen. Mhm. Und so hast du da halt irgendwie so eine Verkettung von mir nicht verständlichen Abwehraktionen. So ähnlich hast du ja in Rostock auch das eine Tor gefangen nach einem Freistoß. Oder war es auch eine Ecke? Ich meine, es war ein Freistoß, wo der dann am langen Pfosten stand. Und also diese Anfälligkeit nach Standards, das gefällt mir weiterhin nicht. Ja. Das ist das eine. Und das andere war eben bei dem 1-1, haben es die 60er dann, das war so ein bisschen so F-Jugend verteidigt, so ein bisschen. Weißt du, dieser Ball von Minzler, der so lange unterwegs ist und irgendwie orientieren sich alle 60er dahin. Ja, und dann köpft der eine 60er den halt zu Schipnowski oder wie der Telekom-Reporter dann sagte, Schiponski. Und der war dann halt so frei, dass er den Ball ja, glaube ich, sogar noch annehmen konnte, ne? Ja. Also der hat ja diesen verunglückten Abwehrkopfball genau bekommen, konnte ihn annehmen und hat ihn dann noch, weil der kam ja so halb hoch, hat ihn dann ja noch relativ platziert verwandelt. Und das, sag ich mal, das war genauso schlecht verteidigt wie die Ecke, weil da einfach viel zu viel Platz war dann. Also da war ja im Prinzip keine Raumaufteilung vorhanden bei 60. Und ja, und genauso bei dem 2-1 letztlich die Flanke von Minzel, der hat ja erst zur Flanke angesetzt, hat dann aber gemerkt, oh, da ist eigentlich noch gar keiner und hatte auch noch so viel Zeit, dass er einfach nochmal gewartet hat mit der Flanke. Ja, geht noch zwei Schritte, genau. Ja, genau. Nimmt doch mal Maß. Ja, und genau, das war halt auch so, wo ich dachte, warum hat er so viel Zeit? Ne? Und dann, ja, von daher, und das hat Schipnowski dann ja auch sehr gut gemacht, weil selbst wenn der Ball von ihm so am Tor vorbeigegangen wäre, wäre, glaube ich, Scheffler da gewesen, der ihn über die Linie gedrückt hätte. Und ja, ich glaube, der wollte ihn eigentlich schon richtig schießen, aber er hat ihn gar nicht richtig getroffen, ne? Weil der auch der Gegenspieler dann noch irgendwie so halb am Ball vorbeisäbelt. Naja. Ja. Egal, also. Naja, genau, war alles gut. Halt, am Ende, ich habe es ja dann auch hier daheim verfolgt über den Laptop und da muss ich sagen, das war dann kein Powerplay von 60, aber es war halt, also Kolke hat ja wirklich einen guten Tag gehabt und du hast wirklich gemerkt, wie jeder für den anderen kämpft, auch Mockenhaupt, der dann noch mit dem Kopf auf der Linie klärt, kurz vor Schluss und da haben sie wirklich zusammen. Sie waren nah am Mann dran und der Möller ist wirklich, also so aus der Drehung und direkt, also der war wirklich trotz Blauze sehr stark und ja. Da haben sie aber wirklich sich das dann auch am Ende
wirklich erarbeitet den Sieg und auch verdient, ja. Ja, genau. Schön. Gut, dann springen wir mal 3 Tage weiter oder 4, warte mal, was war's? Dienstagabends, ja. Genau, zum, wir hatten ja englische Woche bekanntermaßen, Heimspiel gegen Groß Asbach. Groß Asbach bis dahin mit erst einem Sieg, einer Niederlage und was, 6 Unentschieden zu dem Zeitpunkt. Ja, und quasi keinen Toren. Wenig, genau. Genau, die starken, in der starken Abwehr, ja. Genau, insgesamt war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wir die Mannschaft, wo in den allen, also sowohl auf beiden Seiten halt die meisten Tore insgesamt fielen und Groß Asbach mit Abstand die wenigsten. Ja, was hatte man da zu erwarten? Oder was kam dabei raus? Kein besonders tolles Spiel, kann man schon mal sagen. Oder Micha, wie hast du das so gesehen? Ja, es war recht zäh, genau. Und man hat auch da, glaube ich, schon erkennen können, warum Groß Asbach, warum bei den Partien mit Groß Asbacher Beteiligung nicht so viele Tore fallen. Die haben da relativ. Aber andererseits ist halt auch so, bei uns ist oft die erste Halbzeit halt nicht gut. Das hat man schon öfter, ja, das stimmt. Ja, also von daher war das jetzt fast so eine logische erste Halbzeit, ne? Wenn man so die Voraussetzungen zusammenzählt, wie oft geben erst in der zweiten Halbzeit Gas und die scheinen ja jetzt nicht direkt immer mit dem Punkt zufrieden zu sein, aber das ist halt oft das Ergebnis. Und ja, es gab wenig Highlights. Ich glaube, die Groß Asbacher hatten dann noch so 1-2 Schusschancen, die aber auch nicht so wirklich gefährlich waren. Hatten wir irgendwas in der ersten Halbzeit? Ich weiß es gar nicht. Nee, also wenn, dann war es nicht mehr viel. Ich glaube, Titsch hat irgendwie hat er mit so einem Fernschuss. Stimmt, der hat sich noch den Pfosten getroffen. Das war dieser Scherenschlag so ein bisschen, gell, der an den Außenpfosten ging. Ja, ja. Genau, das war die einzige Szene, ja. Und die hatten, glaube ich, einen Schuss, der relativ knapp drüber ging. Ja, insgesamt kam es mir halt so vor, als fehlt da vor allem an Bewegung. Also es war relativ statisch. Bei uns ist wenig freigelaufen angeboten. So diese Geschichten hast du wenig gesehen. Es wurde viel halt quer gepasst, mal vorsichtig nach vorne und sonst irgendwas, aber halt man kam kaum in gefährliche Räume. Ich meine, klar, die haben es natürlich auch, Groß Asbach hat es auch einigermaßen gut verteidigt, unsere dann halt auch und dementsprechend passierte da nicht viel. Genau, was ich nicht verstanden hatte, er hatte ja dann Schipnowski reingenommen in die Startelf für Guder. Guder, der ja jetzt mehrere Startelf-Einsätze hatte, aber eigentlich immer zur Pause rauskam, so oder fast immer. Ja, oder kurz danach, ja. Ja, dann hat ja dann auch, also dann hat ja Kieré so mit Schäffler die Doppelspitze gebildet. Und dann habe ich noch so gedacht, ja, wer macht denn dann den Joker, wenn jetzt Schipnowski und Kieré spielen? Weil das war ja bis seit langem immer so, dass einer, der reinkam, dann eben noch von den beiden, der dann da Spiele dann oft entschieden hat oder halt, ja, da frischen Wind reingebracht hat. Da habe ich gedacht, das funktioniert dann ja jetzt nicht, wenn beide spielen. Ja, aber die Antwort war dann Schwadorf. Genau, es ging dann doch. Genau. Genau. Ja, Schwadorf kam dann zur Halbzeit rein, hatte tatsächlich auch ein paar gute Szenen. Also hat auf jeden Fall mal ein bisschen frischen Wind da vorne reingebracht. Wenn er jetzt auch, glaube ich, an den Toren jetzt nicht direkt beteiligt war, oder lass mich mal überlegen. Das erste war ja dann Lorch nach Ecke, ne? Genau, also du hast auf jeden Fall gemerkt, dass mit Beginn der zweiten Halbzeit haben sie zielstrebiger nach vorne gespielt und auch Druck aufgebaut. Wie es sogar schon so oft war. Mhm. Genau, und dann war eben so, ich weiß nicht, ob es dann die erste Ecke in der zweiten Halbzeit war, aber ich fand die Szene halt sehr lustig, weil die waren mit allen Mann im 16er oder mit 10 Mann im 5er. Ich meine, die waren mit 10 Mann im und am eigenen 5-Meter-Raum. Bei der Ecke. Habt ihr das auch noch so in Erinnerung? Versuche ich jetzt gerade mir noch mal vor Augen zu holen, aber könnte ich jetzt nicht beschwören. Nee, weiß ich nicht. Ich habe mir das auch noch mal angeguckt dann und das war wirklich krass, weil die waren wirklich
Ich meine, die waren, oder zumindest vielleicht noch einen Meter um den Fünfer rum, ja. Die waren da so massiv da drin. Und dann kommt er halt einfach an langen Pfosten und Leusch köpft ihn dann ein, ja. Also so, auch ohne hochzuspringen, ne, eigentlich so groß und ja, so ein bisschen so Patrick Anderson-mäßig, so die Lücke gefunden. Und ja, hat sich natürlich dann auch nicht gefreut. Natürlich ja. Nicht, es ging ja gegen seinen Ex-Verein, für den er 2 Jahre gespielt hat und für den er, glaube ich, über 30 Spiele gemacht hat. Also da kann man nicht erwarten, dass er sich da freut. Ist immer noch from the Groß-Asbach-Block. Genau. Jerry from the Block. J-Lo. J-Lo hat es gemacht. Ja. Ja, aber hat natürlich dann... Wir haben uns dafür gefreut. Dem Spiel weiter gut getan, ja. Ja. Weil sie haben dann nicht nachgelassen und... Ja, gut, ich weiß gar nicht. Dann war es... Irgendwann gab es dann viele Wechsel. Und dann, als der Schwung so ein bisschen nachließ, also war insgesamt eine ganz gute Halbzeit, dann gab es dann den großen Auftritt noch von Schwader, von Kieré. Ja, Kieré hatte vorher noch mal einen ganz guten Schuss. Ich glaube, da war der Torwart noch dran und hat noch drüber gelenkt. So von halb rechts, das war ein ordentliches Pfund. Genau, und dann so, dann haben Schwadorf und Kieré mal schön gezaubert, so mit doppeltem Doppelpass, Hackenablage und so, und Kieré geht durch 4 Verteidiger durch und findet dann in dem Moment auch tatsächlich mal den richtigen Moment zum Abspielen, und da musste Schäfler dann nur noch eigentlich den Fuß hinhalten und ins leere Tor einschieben. Zum 2-0 Endstand. Aber das war wirklich schön. Also wer das noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall nochmal hier bei Telekom nochmal sich das nachschauen. Das ist ja frei verfügbar, da die Highlights. Das war wirklich ein schönes Tor. Genau. Ja. Sonst noch was zu dem Spiel zu erwähnen? Ich glaube, danach ist nichts mehr, nicht mehr viel. War wahrscheinlich das letzte Mal in diesem Jahr, dass wir nochmal schönes Wetter im Stadion hatten. Ich fand es halt auch da wieder, also nach dem Pauli-Spiel, wo du 10.000 Fans hattest, war ja dann das Unterhaching-Heimspiel, wo du dann, glaube ich, auch nur so, da hattest du keine 2.000, also wie so 1.900. Und jetzt war es halt wieder so, ich meine, gut, die Spieler waren ja haben ja in München gespielt vor 15.000 und 3 Tage später, also gewinnst da, und 3 Tage später spielst du dann daheim vor so einer trostlosen Kulisse vor, da weiß ich nicht, 1800 waren es dann. Mhm. Groß Asbach hatte 12 Gästefans im Stehblock und 3 auf dem Sitzplatz oder was? Ja, sowas. Ich meine, klar, dass du dich als Spieler davon jetzt nicht leiten lassen darfst, aber es hat natürlich schon einen gewissen Einfluss, glaube ich, einfach, dass du dann hast die Partie noch so ein bisschen in Knochen, er hat ja auch nur einmal gewechselt. War ja dann anstrengend bis in die letzte Minute gegen 60. Und dass du dann, da verzeih ich dann so eine erste Halbzeit dann auch eher mal. Ja, wo man dann sagt, okay, dann haben sie dann noch, ja, spielst halt gegen einen massiv drinstehenden Gegner und bist vielleicht nicht 100% frisch geistig und körperlich, dann musst du dich ein bisschen so reinfinden, und dann haben sie aber entschieden. Ich fand das insgesamt in Ordnung. Also für die Situation auch ganz gut. Ja, also mit ein bisschen Abstand würde ich dir zustimmen. Also so, als ich danach am Tag drauf da den kleinen Spielbericht fürs Blog gemacht hatte, da war ich dann doch so ein bisschen abgeturnt irgendwie. Also fand das Spiel halt nicht gut. Aber ja, ich meine, am Ende zählt sowieso in erster Linie mal der Sieg. Ja. Wieder zu null. Das stimmt. Genau, und dann hat man dann schon 3 Ligasiege und den Hessen-Pokalsieg am Stück. Schon einen kleinen Lauf. Und jetzt hätte man den September noch perfekt machen können, wenn man jetzt noch in Münster was gerissen hätte, jetzt am vergangenen Freitag. Aber da lief es, obwohl das Spiel eigentlich gut war, vom Ergebnis her nicht gut. Das Spiel ging 0-3 verloren.
Du hast es gerade schon gesagt, eigentlich nur wenig Wechsel, auch diesmal wieder. Es kam jetzt nur dann, Schwadorf durfte dann von Anfang an ran für Schipnowski, also im Prinzip die Aufstellung zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Groß Asbach, die durfte dann jetzt in Münster dann auch anfangen. Ja, und Münster, die hatten die beiden Spiele vorher jeweils mit schon nach weniger als 10 Minuten schon 2-0 geführt. Das heißt, da hatte man natürlich dann besonders das Augenmerk drauf, dass die am Anfang nicht gleich irgendwie hier wieder zur schnellen Führung ausholen. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Man hat die erste Viertelstunde eigentlich ziemlich dominiert. War eigentlich fast nur in der gegnerischen Hälfte, würde ich mal sagen. Aber so richtig viele gefährliche Szenen sprang da jetzt dabei auch nicht raus. Bis so gegen Ende der ersten Halbzeit. Du warst gleichzeitig da im Mommsenstadion, hattest erzählt. Ne? Hast du so genau, da, ich hatte nur den Toralarm. Ja, okay, der war dann in dem Moment nicht so schön, ne? Nee, gar nicht. Ja. Und Micha, du hast auch erst später eingeschaltet, oder wie hast du das gesagt? Ich war doch auf dem Stadtfest. Ach, du warst ja auf dem Stadtfest. Ja, dann fasse ich das mal ganz alleine jetzt nochmal kurz zusammen. Wir wussten schon vorher, dass das nichts wird und du bist da hoffnungsvoll reingegangen in das Spiel. Ja, wie gesagt, das Spiel war eigentlich auch eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, es war deutlich mehr Bewegung drin, zum Beispiel als in der ersten Halbzeit gegen Groß Asbach. Also es war schon eine sehr, sehr engagierte Partie. Und dann so gegen Ende der Halbzeit, da war es dann eigentlich die große Chance, nachdem dann bei einer Ecke von Münster, die wird halt abgewehrt und der Ball kommt zu Schwadorf, der dann halt da mit Tempo dann da raussprintet, über den halben Platz rennt, Andrist läuft mit und bis Schwadorf dann irgendwie so, ja, weiß nicht, 25 Meter vom Tor oder sowas dann schließlich gestellt wird dann von den Verteidigern, dann hat er da noch den Kopf oben, sieht den Andrist, findet auch den Pass, der steht allein vorm Torwart, bringt den Ball aber halt nicht am Torwart vorbei, also driften halt oder Torwart wehrt ab, je nachdem, wie man es halt sieht. Aber das wäre so richtig, der Szene hing ich noch so ein wenig nach. Dann kurz danach hat dann noch Schäffler noch eine Chance gehabt. Aber das ging ja wirklich dann so im 30-Sekunden-Takt und dann fiel halt dann die Führung nach wirklich einem, muss man schon sagen, einem hervorragenden Angriff von Münster. Irgendwie, da ging es dann mit ein paar Kontakten dann nach vorne. Schöne Flanke und dann der Dadaschow, von dem wir ja auch schon gesprochen haben, der hat ja auch gerade einen Lauf. Der setzt den halt da direkt rein. Das macht er auch einfach gut. Das war so ein Gegenstoß von Münster. Und der Ball wird danach so nach rechts rausgespielt, wobei der ist eigentlich nur so halb rechts und der guckt aber und also bevor er den Ball kriegt, guckt er und nimmt den dann so, also chippt ihn dann so mit Tempo. Ja, aber auch direkt beim ersten Kontakt, ja. Genau, also chippt ihn direkt so hoch über die Abwehr drüber in den Lauf, perfekt von Dadaschow, also wirklich auch so, dass er genau durchlaufen konnte und Maß nehmen konnte und dann so mit der Innenseite Volley und ins lange Eck, ne, also da. Das ist so, siehst du in der dritten Liga auch nicht so oft, glaube ich. Genau, also das ist dann halt auch einfach mal schwer zu verteidigen. Das war halt einfach, da hat alles gepasst. Genau, und diese Andrist-Chance, das war ja so eine, wie wir sie schon häufiger beschrieben hatten, ne? Also gegen wen hat er die gemacht dann? Meppen, gell? Ja. Gegen Meppen hat er sie gemacht gehabt und im Pokal gegen Pauli nicht. Und das war wieder so ein Ding, wo er dann auch, ja, wo ich dann auch weiß, wo ich mich dann frage, muss er da schießen oder kann er nicht sogar vielleicht gucken, dass er da am Torwart noch irgendwie vorbeizieht, ohne natürlich, ja, aber er hat ihn ja wirklich so komplett auf den Torwart geschossen. Ne? Der musste ja, ich meine, gut, der Torwart hat sich jetzt. Macht sich natürlich breit, klar. Ja, genau, das weiß man ja auch, wenn man dann schießt, so als. Als Drittligastürmer oder Angreifer, ja. Ja, das war einfach zu wenig. Also wenn er den jetzt schießt und er hat einen riesen Reflex von mir aus, aber ja, das war einfach plump geschossen und super ärgerlich dann, ja. Ja, ja, so geht's dann halt mit dem 0-1 in die Pause. Dann kam sie aber aus der Kabine wie die Feuerwehr. Im Prinzip direkt vom Anstoß weg
Gleich nach vorne gespielt. Ich glaube dann, wer war es denn? Rovzar, glaube ich, mit einem guten Anspiel dann auf Scheffler, der so von rechts mit sehr spitzem Winkel da in den Strafraum dringt. Da dachte ich auch, okay, wo will er jetzt? Weil in der Mitte war, glaube ich, gerade keiner frei. Und er schießt dann halt dann direkt. Kommt auch am Torwart vorbei oder zwischen den Beinen durch oder so. Aber war blöderweise halt noch ein Verteidiger auf der Linie, der den halt noch vorher weghaut. Also das wäre halt eigentlich im Prinzip schon nach, weiß ich nicht, nach 15 Sekunden oder 20 Sekunden oder sowas, nach Wiederanpfiff war da eigentlich schon der Ausgleich drin. Ja, wurde es leider nix. Später hat man nochmal eine ähnliche Szene mit, also nicht eine ähnliche Szene, aber auch, wo Torwart eigentlich schon geschlagen war, da hat Lorch geschossen. Da war dann Dardaschow, der Stürmer, der war dann tatsächlich hinten drin, hat den noch rausgehauen. Und dann so zum Schluss war es dann eigentlich so ein Schlagabtausch. Ne? Die Wehne haben natürlich aufgemacht, haben nochmal Stürmer eingewechselt, irgendwie mit Brandstätter kam noch dazu und Kuhn kam auch rein, der war auch deutlich dann offensiver dann als Lorch, der hat nochmal von hinten ein bisschen Druck gemacht und ja, sollte aber vorne nicht sein und hinten kriegst du dann halt auch nochmal nach einem guten Angriff kriegst du dann halt das 2-0. Das war dann irgendwie so 5 Minuten vor Ende. Da war es dann eigentlich auch durch. Dann in der Nachspielzeit dann noch einen Freistoß. Das ist dann halt unglücklich, weil Borowza will klären, aber fälscht dann halt dadurch dann ins Tor ab. Ansonsten hätte Kolke den wahrscheinlich gefangen, weil der Ball dann doch dann ziemlich auf ihn kam. Das war dann halt ärgerlich, aber natürlich nicht mehr spielentscheidend. Ich meine, dass bei dem 2-0, was ja letztlich dann auch die Vorentscheidung war, da hebt halt Lorch auch brutal das Abseits auf, ne? Ich habe es jetzt leider in der Zusammenfassung, die ich geguckt habe, nur da haben sie jetzt nicht keine optimale Kameraeinstellung gezeigt, aber das sah schon so aus, als sei die Abwehrkette rausgerückt und Lorch hat es irgendwie nicht mitbekommen oder weiß ich nicht. Also ich meine, es wären aber wär noch ein zweiter auch noch hinten drin gewesen. Okay. Aber also in dem Moment, wo der Akono oder wer denn das Tor dann macht, da angespielt wird, hat er im Prinzip ja auch freien Weg zum Tor und schießt dann ja auch humorlos da ins neben den Pfosten. Aber also dazu, ich weiß nicht, was sie da gespielt haben, aber sie haben keinen Druck auf den Ballführenden ausgeübt und sie haben halt, falls es auf Abseits gehen sollte, haben sie das, hat es anscheinend auch nicht jeder mitbekommen. Ja. Das war natürlich dann, ja. Aber Lorch kann es, glaube ich, nicht gewesen sein, der war doch zu dem Zeitpunkt schon draußen, ne? Nee, der Lorch hat durchgespielt. Für wen kam der Kuhn denn rein? Für Minzel. Ach so, stimmt, genau. Lorch war dann auf der linken Seite, ja, richtig. Ja, sowas. Ja, kann sein. Ja, ärgerlich, weil das war auf keinen Fall irgendwie, also ich meine, so 3-0, das hört sich so deutlich an, aber das Spiel war eigentlich, ich würde sagen, also ein Unentschieden hätte sich keiner von beiden eigentlich beschweren dürfen, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn es richtig gut läuft, dann können wir das auch gewinnen da. Gerade wenn du da halt in Führung gehst und so. Ist halt von daher ein bisschen bitter. Ne? Aber gut, andererseits hat Münster auch gerade einigermaßen einen Lauf. Ja. Ich habe es auch genau so interpretiert, dass also anhand der Zusammenfassung, aber das wurde ja auch gesagt, also das ist, ich glaube, das war eine Partie auf Augenhöhe, wo du einfach überhaupt kein Matchglück hattest. Und oder eben auch, ich meine, man muss natürlich auch schon so sehen, dass wir in der englischen Woche jetzt, die hatten zwei Auswärtsspiele in München und in Münster. Da hat vielleicht dann auch einfach so ein kleines Körnchen gefehlt, ja. Wurde vielleicht, ich meine, sie haben ja eine gute Leistung gebracht, hätten das auch gewinnen können oder zumindest hätten sie in Führung gehen können. Und ja, gut, fängst halt zwei späte Tore, das spricht auch eher dafür, dass sie dann ja ein bisschen platt waren, beziehungsweise klar, wenn du noch hinten liegst gegen so einen dann ist es schwierig, ja. Beziehungsweise hast du dann auch aufgemacht, ne, um natürlich da den Ausgleich zu erzielen. Ja, natürlich. Ja, ja. Genau. Ja, aber dann lass uns doch da an der Stelle gerade mal so ein bisschen über das aktuelle Personal kurz sinnieren, nachdem es ja jetzt fast keine Rotation gibt. Also es sind ja eigentlich nur so mal einer im Sturm oder auf der Außenbahn, wo mal so ein bisschen variiert wird, aber ansonsten ist die Mannschaft ja eigentlich jetzt über mehrere Spiele nahezu unverändert.
Hätte man da nicht sagen können oder sagen müssen, vielleicht, ich bringe vielleicht ein, zwei frische Leute mehr rein? Was meint ihr? Ja, also Sonja? Ach, ich denke, dass die aber auch miteinander darüber reden, oder? Also, dass der Trainer dann fragt, wer fühlt sich vielleicht frisch oder wie auch immer, oder das im Training auch beobachtet. Also so stelle ich mir das im Idealfall vor. Ich glaube nicht, dass der fragt, wer sich frisch fühlt, aber also ich kann mir das vorstellen. Ich meine, viele Trainingseinheiten dazwischen können sie auch gar nicht gehabt haben, ne? Ja gut, dann haben sie halt Regenerationseinheiten oder was auch immer. Aber also ich glaube jetzt, ich meine, dass er die Abwehr unverändert lässt, da kann man auch sagen, gerade nach dem 2x0, okay. Finde ich in Ordnung, auch die Doppelsechs mit Mofza und Titch Rivero finde ich auch in Ordnung. Da hat man jetzt wieder eine Stabilität jetzt gewonnen die letzten Wochen. Genau, die ist unstrittig. Da ist ja die einzige Frage ist, warum spielt Kuhn nicht, der ja jetzt wieder regelmäßig im Kader ist, auch zu Kurzeinsätzen kommt. Fehlt ihm da jetzt noch was oder ist der Trainer damit Lorch dann doch zufrieden rechts hinten? Das ist so das Einzige, wo ich noch sage, okay, und warum spielt Redemann gar keine Rolle mehr? Ja. Das hatten wir ja schon, das Thema. Ich denke, die Stabilität gibt ihm recht. Ich denke, die 6 mit Kolke, 7 sind relativ unstrittig und dann hast du halt eigentlich nur noch Andrist, der gesetzt ist und ja, normal Scheffler, der vorne gesetzt ist, wenn er fit ist. Ja. Und alles andere hat er dann ja auch rotiert, ne? Dann hat bleiben nur noch 2 Positionen, ja. Ja, genau, dann halt Schipnowski, Schwadorf, gut, er kam nur rein, aber Kire und Guder, genau. Vorne gespielt hat Guder. Ja. Der halt komplett raus ist, ist Brandstätter aktuell. Genau, er wurde dann jetzt auch noch eingewechselt, aber hat dann jetzt auch keine große Rolle mehr gespielt. Ja, da hätte ich mir auch mal gedacht, ob der zumindest nicht mal eine komplette Halbzeit kriegt oder vielleicht auch mal wieder von Anfang an. Jetzt Kire, so sehr ich ihn auch mag, aber jetzt gerade, wenn er von Anfang an gespielt hat, fand ich ihn meistens relativ ineffektiv. Also Wobei Brandstätter diese Saison ja auch noch nicht so wirklich viel hatte. Also ich mag ihn total als Spieler, er rennt und ackert und überhaupt. Aber da war auch, als er am Anfang der Saison gespielt hat, auch viel Unglückliches dabei. Ja gut, Anfang der Saison, da waren halt aber irgendwie auch alle schlecht, ne? Also das fände ich dann jetzt halt dann auch ein bisschen eigenartig, das jetzt dann halt nur an ihm dann aufzuhängen. Ich glaube, dass Brandstätter das Problem hatte, also das sieht ja so aus, als ob der Trainer, wenn er sagt, okay, er gibt jetzt mal dem Spieler eine Chance, dass er das halt über, wie wir schon gesagt hatten, so 4-5 Spiele hinweg ist. Und das war halt jetzt bei Guder der Fall. Mhm. So, und dann bleibt natürlich die Position neben Guder nur übrig und wenn Scheffler fit ist, ist dann der halt da. Komisch war halt, dass er dann Kieré vorne hingesetzt hat, statt Brandstätter. Das hat für mich auch keinen Sinn gemacht. Gegen Asbach. Gerade gegen so ein, gut, vielleicht dachte er, dass so ein Quirliger da eher der Schlüssel ist gegen so eine massive Abwehr, aber der Brandstätter läuft halt auch unheimlich viel. Mhm. Vielleicht hat er jetzt vor Münster wieder einen rausgehauen, dass wir da den ordentlich auf die Socken geben, wie beim letzten Mal. Dann hat der Trainer gesagt, dann spielst du lieber nicht. Der ist doch da, meine ich, vom Platz geflogen letztes Jahr. Ne? Ja. Mit Ankündigung, mehr oder weniger, so im Nachhinein. Aber gut, da wurde er dann zumindest ja nochmal eingewechselt, kurz vor Schluss. Aber ja. Hat er noch die beiden Tore mitverfolgen dürfen, ja. Wer jetzt auch gerade so ein bisschen draußen ist, ist gut. Schönfeld war jetzt zwischendurch auch mal ein bisschen verletzt. Der war jetzt, glaube ich, weiß auch gar nicht, ob der jetzt schon wieder im Kader war beim letzten Spiel. Aber der jedenfalls ist jetzt eine Weile draußen und Schmidt kam jetzt halt auch nur noch zur Einwechslung. Und hat. War im Kader, ja. War im Kader, ja. Aber Schmidt wurde dann jetzt ein paar Mal eingewechselt, hat aber jetzt auch nicht so entscheidend jetzt irgendwie noch dazu beigetragen. Also da die beiden. Ja, gut, der hat halt seine Position eigentlich klar an Titch Rivero einfach verloren. Genau, ja, die beiden eigentlich. Die haben ja sich vorne beide, die haben sich ja beide eigentlich so ein bisschen abgewechselt, mal der eine, mal der andere. Und jetzt momentan haben sie beide das Nachsehen. Ja. Na gut, sie haben jetzt halt jetzt das Nachsehen wieder, weil er jetzt wieder mit zwei Stürmern spielt.
Vorher hat er ja nur mit einer Spitze gespielt und deshalb konnte Schmidt auch spielen. Ne, wir hatten anfangs, hatten wir ja auch Mrowca und Schönfeld im Zentrum und auch zwei Stürmer, hat man am Anfang ja auch ein paar Mal gesehen. Aber da also hat Schmidt aber nicht gespielt. Ne, ne, genau. Also ich meine dann so in diesem, ja, also in den Spielen, wo Schönfeld und Schmidt gespielt haben, haben wir nur mit einer Spitze gespielt. Das kam, glaube ich, nicht so vor, dass die beide gleichzeitig, also nicht oft, dass die beide gleichzeitig gespielt haben. Genau, da war dann Schmidt so im Prinzip so ein hängender Stürmer, ja. Wo wir auch schon bemängelt hatten, das ist ja eigentlich das, was er, weswegen Blacher ja angeblich nicht mehr keine Verwendung mehr hatte. Naja, gut. Ja. Ansonsten Wachs ist auch momentan völlig draußen, hat momentan keine Chance, da irgendwie offensichtlich an Minzel vorbeizukommen. Das wussten wir alle. Ja, es ist wie jedes Jahr, ne? Das ist einfach Gesetz. Mal gucken, wie viele Saisons das noch gut geht. Ja. Sucht sich jedes Jahr ein neues Opfer aus. Das macht er nicht mit Absicht, aber er ist halt so gut. Er kann ja nichts dafür. Nein. Das ist wie früher bei der Eintracht. Immer irgendwie wurde ein neuer Torhüter geholt und du hast gedacht, so jetzt geht's. Der kriegt jetzt Oka Nikolov und am Ende wieder Oka Nikolov. Oka Nikolov war, glaube ich, der letzte Bundesligaspieler, der letzte aktive Bundesligaspieler, der älter war als du. Der älter war als ich, ja, genau. Deswegen hatte ich auf den immer ein besonderes Augenmerk. Oder auch nur knapp, ich glaube so ein paar Wochen oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber deswegen habe ich da immer gedacht, okay, solange Oka noch spielt, ne? Aber irgendwann ist es dann vorbei. Aber da schließt sich der Kreis, weil er ist, glaube ich, an ziemlich vielen meiner jetzt schon langsam kommenden grauen Haare aktiv beteiligt gewesen. Okay, das heißt, da schließt sich der Kreis. Ja. Was willst du mir jetzt damit sagen? Alter angefangen. Ach so, okay, gut, so gesehen. Ich dachte, du willst mir da jetzt irgendwie hier noch was unterstellen. Nein, 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 du hast gesagt, dass du ihn aus Altersgründen beobachtet hast. Ja, ja, okay. Ja. Und bei Minzel ist das irgendwie ähnlich. Du denkst immer jedes Jahr, okay, jetzt holen sie wieder einen. Sie holen ja auch jedes Mal einen und denken, okay, wir müssen jetzt mal eine Nachfolge aufbauen. Und Alf sagt dann auch wieder, ja, ich muss eh nicht mehr jedes Spiel und so. Ja. Dann spielt er wieder jedes Spiel. Ja. Gut. Dann gucken wir doch mal auf die Tabelle, oder? Ja, ich wollte noch kurz sagen, also ich hatte ja gesagt, dass ich denke, dass sie zwei miteinander gewinnen. Das haben sie ja dann auch schön gemacht in der englischen Woche. Und also ich fand jetzt diese englische Woche insgesamt ermutigend, weil sie eben, also bei 60 vor der Kulisse und Wiesenauftakt musste erstmal gewinnen. Dann noch gegen Asbach nachzulegen, die ja wirklich erst ein Spiel verloren hatten. Und ja, in Münster dann immer noch eine gute Partie abzuliefern. Klar, letztlich klar verloren, aber ich fand, das war eine englische Woche, die mich jetzt wieder positiver in den Rest der Saison blicken lässt. Zumal wir halt auch schon viele Gegner hatten, die jetzt noch, die halt in der Tabelle hinter uns stehen. Also Teams, die so oben rumlungern, die kommen halt auch noch. Also, ja, ist ja die Frage, wie gut das jetzt ist. Ja. Ja, genau, ist halt die Frage. Die spielen eher mit, aber deshalb, also ist schon ganz gut, dass wir jetzt auch mal gepunktet haben, weil, ja, so die Teams, die ganz gut gestartet sind oder jetzt durchstarten, die kommen halt noch. Mhm. Stichwort Tabelle, ne? Du wolltest ja eh mal drauf schauen. Schaut mal drauf, guckt euch mal die letzten vier Mannschaften an und sagt mir mal, was euch auffällt. Ich sag's mal gerade für die Hörer, die es jetzt vielleicht gerade nicht vor Augen haben. Das ist Groß-Asbach, Cottbus, Meppen und Braunschweig. Das sind die, gegen die wir nicht gepunktet haben im Fall von Cottbus. Aber die anderen haben wir... Nö, gegen die haben wir alle gespielt, auf jeden Fall. Ja, gegen Rostock auch. Die sind alles Heimspielgegner von uns, die wir schon hatten. Stimmt. Ja, wir haben nur 7 Punkte geholt. Ja, das meine ich halt. Also dann hast du von den 5 Teams, die hinten stehen, hast du 2 verloren. Ja. Und gut, hast du gegen Münster, Würzburg und Unterhaching gespielt. Das sind 4., 5., 6., hast du ja auch alle verloren. Also ich sag mal, von den Teams, die oben sind, die oben stehen, gegen die hast du alle verloren. Also aus, gut, 60, diesen 8., gegen die hast du gewonnen, okay, aber ja, und
Ja, von daher ist es. Wir kriegen halt so viele Gegentore, dass. Ja gut, jetzt, wenn wir jetzt mal dieses 3-0 mal ein bisschen aus der Wertung nehmen, weil es halt, wie gesagt, zwei späte Tore und auch ein bisschen unglücklich gelaufen, haben wir jetzt die letzten Wochen ja deutlich weniger bekommen. Ne? Also gegen Groß Asbach zu 0 gespielt, gegen 60 1 bekommen, vorher gegen Meppen zu 0 gespielt. Also da ist ja schon ja im Prinzip mit der Ankunft von Tich Rivero ja schon ein deutlicher Trend, dass es da insgesamt in der Defensive besser funktioniert. Das stimmt. Das stimmt. Trotzdem hast du jetzt in Münster, sagen wir, zwei Tore normal gefangen. Ja, das stimmt. Die kamen aus dem Spiel. Ja. Und klar, ich meine, wenn du irgendwann das 1-1 mal machst, vielleicht dann fängst du das zweite Tor so nicht. Mhm. Das ist klar, aber vielleicht halt auf andere Weise, weil sie dann nochmal Druck machen, was weiß ich. Ja, im Endeffekt ist halt auch lustig, dass dann da so Osnabrück und Münster so weit oben stehen. Ja, die leben sicherlich gerade ein bisschen über ihren Möglichkeiten und haben da so einen Lauf. Die müssten im Normalfall noch ein bisschen zurückfallen. Bei Karlsruhe und Uerdingen und auch Würzburg sehe ich das ein bisschen anders. Aber gut, Uerdingen war halt auch glücklich teilweise. Ich denke, die werden auch noch ein bisschen eingenordet werden. Aber ich denke, Karlsruhe wird die Gunst der Stunde jetzt nutzen. Ja. Genau, also dann fassen wir das hier gerade mal kurz zusammen. Es sind jetzt auch schon 10 Spieltage, sprich ein Viertel der Saison ist rum. Da gewinnt ja die Tabelle so langsam an Aussagekraft. Also jetzt vorne haben wir 3 Mannschaften mit 19 Punkten, Osnabrück, Karlsruhe, Uerdingen, Münster mit 18 und dann Würzburg und Unterhaching mit 17. Da haben wir schon eine relativ breite Spitzengruppe. Dann ist so ein kleiner Abstand, Kaiserslautern 14, 1860 13 oder da kommen mehrere mit 13, Halle, die haben noch 2 Spiele weniger und wir. Ja, hinten haben wir gerade schon erwähnt, Braunschweig erst ein Sieg, Groß-Asbach erst ein Sieg, Cottbus seit dem zweiten Spieltag, seit dem Sieg bei uns auch nicht mehr gewonnen, Meppen auch erst 2 Siege, also ja, Rostock ein bisschen überraschend, wobei, ja gut, die haben auch noch ein Spiel weniger. Also wenn sie das gewinnen, dann sind die quasi auch noch an uns vorbei. Also da unten ist so das Mittelfeld ist schon sehr, sehr dicht beisammen. Ja, das ist halt die Sache. Rostock ist 16. Wenn sie das Nachholspiel gewinnen, sind sie halt 8. Genau. Ja. Also das ist schon sehr eng. Aber man kann schon sehen, oder jetzt von unserer Perspektive aus auf Platz 10, es sind sozusagen 6 Punkte bis zum Aufstiegsplatz, aber nur 3 Punkte bis zum Abstiegsplatz. Also von daher sieht man eigentlich schon, wo so die Gewichtung ist in der Tabelle. Ja, und jetzt kriegst du halt mit Halle auch einen Gegner, der, gut, jetzt A, länger nicht gespielt hat oder zumindest immer mal wieder nicht gespielt hat. Ja, jetzt die letzten beiden Spiele haben sie nicht gespielt, ne? Ja, genau. Hatten noch nicht mal den Anflug einer englischen Woche. Richtig. Und die haben erst 7 Gegentore. Gut, in 8 Spielen auch nur, aber trotzdem. Also, da kommt die nächste stabile Abwehr. Ja, wahrscheinlich. Da kommt das nächste Asbach-Spiel, ja. Ja, genau. Guck mal gerade mal auf den Kalender. Also jetzt, wie gesagt, am nächsten Sonntag 14 Uhr in der Britta Arena gegen den Halleschen FC. Ja, auch nicht so leicht. Und dann ist auch schon wieder Länderspielpause. Und haben wir vorhin schon erwähnt, das Spiel bei Hessen-Kassel im Hessen-Pokal ist dann mittwochs, 17. Oktober um 19 Uhr. Offensichtlich wollte man da auch nicht auf das Wochenende gehen. Vielleicht kriegen wir da stattdessen noch kurzfristig irgendwie auch wieder ein Testspiel, so am Donnerstag oder irgend sowas. Ist bis jetzt noch nichts verlautet, werdet ihr mitbekommen, falls sich noch was tut. Dann, ja. Mal nachgeguckt, also Hessen-Kassel ist in der Hessenliga jetzt auch eher so, ja, so mehr so im Mittelfeld angesiedelt. Ne? Also sie sind jetzt auch nicht so, dass man sagt, so, puh, die steigen da jetzt wieder auf. Also das musste schon auch. Du willst damit andeuten, dass wir Chancen haben. Ja, das solltest du schon vielleicht etwas souveräner gewinnen, wie das Achtelfinale gegen einen noch. Zumindest vom Klassement her. Also da erwarte ich dann schon, dass sie da auch irgendwie das
Der hat zur Pause dann mal vielleicht 2-0 führen oder so und das Ding dann verwalten im zweiten Abschnitt oder nachlegen halt noch, aber. Ja, wäre schon gut, wenn sie das möglichst zeitig entscheiden und dann nicht irgendwie bis zum Schluss oder gar in die Verlängerung müssen oder irgend sowas. Denn schon am Wochenende drauf ist mit dem Auswärtsspiel in Karlsruhe sicherlich eine der schwersten Aufgaben jetzt in der Hinrunde. Das Spiel findet dann übrigens jetzt doch sonntags statt. Das war ja ursprünglich montags geplant. Hat mir letztes Mal, glaube ich, erzählt, ne, dass KSC hat da seine Mitgliederversammlung schon lange geplant und deswegen haben die dann den DFB darum gebeten, ob man sich vielleicht dann doch von dem Montag wegverlegen kann. Und man höre und staune, es ist tatsächlich verlegt worden, eben Sonntag 14 Uhr in Karlsruhe. Da muss der DFB echt einen guten Tag gehabt haben. Ja, weiß auch nicht, was da schief war. Das war wahrscheinlich um die Euro-Qualifikation, die Bewerbung um die Europameisterschaft nicht zu gefährden. Wahrscheinlich. Ja, ja, weil sich dann die ganzen KSC-Fans irgendwie genau so positioniert haben. United bei Grindel. Nächstes Länderspiel in Karlsruhe. Genau. Bevor es nach Frankfurt geht, gehen wir lieber nach Karlsruhe. Ja. Da sind die so friedlich, das ist so schön. Ja, genau. Danach ist dann wieder regulärer Turnus, eine Woche Pause, beziehungsweise dann halt samstags Heimspiel gegen Zwickau. Da sind wir dann schon Ende Oktober. Und dann Dienstag, 30. Oktober, das große Spiel DFB-Pokal, zweite Runde, Heimspiel gegen den Hamburger SV. Ja, das ist so das, was uns die nächsten Wochen erwartet. Ich denke mal, wir werden aber zwischendrin sicherlich nochmal aufnehmen. Vielleicht so nach dem Karlsruhe-Spiel oder sowas. Das sehen wir dann. Ja, krass ist halt, dass du wirklich von den, jetzt wenn du nur die Ligaspiele siehst, hast du von den nächsten 6 Ligaspielen 4 sonntags. Ja, das stimmt. Und dann nochmal einmal montags gegen Jena. Das heißt, du hast ein Samstagsspiel von den letzten 6 Ligaspielen. Und das ist das, wo ich nicht da bin. Gut gemacht. Also samstags habe ich jetzt Zeit. Ja. Naja, musst halt Bundesliga gucken. Tut mir leid für dich. Ja. Ja. Ja, kann ich ja. Ja. Gut, dann genau, Pokal haben wir gerade schon, habe ich gerade schon erwähnt. Das ist natürlich ausverkauft. Das lief wie erwartet. Vorverkauf hat man das letzte Mal, glaube ich, auch schon von gesprochen. Ne? Also gab es halt 4 Karten pro Nase und dann dementsprechend, als dann der freie Vorverkauf war, gab es lange Schlangen. Ungefähr so wie letztes Jahr gegen Schalke sah das dann aus. Also ich habe da irgendwo mal so Bilder gesehen. Da standen sie wieder bis zur Jet-Tankstelle hoch. Aber im Gegensatz zum Schalke-Spiel gab es ja zumindest noch einen kleinen Online-Verkauf. Es gab, danach, ne? Genau, es gab am Dienstagmorgen gab es dann noch irgendwie so ein paar Restkarten online. Die waren dann natürlich dann auch schnell weg. Was ich jetzt allerdings, was mich da überrascht hat, also es war dann so die Meldung, irgendwie als dann montags da dieser freie Vorverkauf losging, da hieß es, ja, es gibt noch restliche Sitzplatzkarten, also wohl auch schon nicht mehr so viel. Und in den Blöcken N6 und N8 gibt es noch Stehplatzkarten. Und da war ich schon, ich meine, N8 ist klar, der ist normalerweise ja nicht offen, oder? Ich glaube nicht, ne? Schon länger nicht mehr. Genau. So, und. Der war ja mal sowas wie ein Familienstehblock oder so. Ja, irgendwie so. Auch erledigt. Ja, ja. So, und dann. N7 offensichtlich schon vor N6 ausverkauft, okay. Aber was ist denn mit N5? Der ist doch sicherlich nicht vor N6 ausverkauft gewesen. Ist der etwa gar nicht offen? Oder was ist da los? Habt ihr da irgendwas gehört? Ja, der muss ja offen sein. Aber ich glaube nicht, dass ich glaube auch nicht, dass es für N6 noch Karten gab und N5 ausverkauft. Das ist ja, so haben sie es halt irgendwie geschrieben. Ja, das glaube ich jetzt nicht, aber... Du meinst, das war vielleicht ein Tippfehler, das heißt, für N5 und N8 gab es noch Karten. Das alles andere macht keinen Sinn. Ja, eben, also das hat mich ziemlich irritiert. Ich kam jetzt leider nicht dazu, oder beziehungsweise hab's ein bisschen verpeilt, mal beim Daniel Mucher nachzufragen. Der kann mir da vielleicht frage ich da mal nach, dann kann ich das mal irgendwie vertwittern die Tage oder sowas, dann, falls das noch jemand außer mich interessiert. Genau. Du warst ja auch gut in Form jetzt. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich glaube, die haben jetzt 3 Spiele kein Tor geschossen, ne?
Habe ich das richtig mitgekriegt? Auf jeden Fall hatten sie dieses eine Spiel, haben sie doch 0-5 zu Hause gegen Regensburg verloren und jetzt danach, glaube ich, zweimal 0-0 gespielt. Ja, seitdem ich Angst vor Lasogga geäußert habe, hat er ging da nichts mehr jetzt. Ja. Ja, mal gucken. Darf so bleiben. Mal gucken, ob wir das so lange bis Ende Oktober noch diese Phase rauszögern. Nicht, dass dann ausgerechnet der Knoten gegen uns platzt und da geht Lasogga in die Knie und reckt die Hände zum Himmel und so. Das wäre nicht schön. Oh nee, das stimmt. Das ist keine schöne Vorstellung. Das sind Bilder, die wir in Fußballstadien nicht sehen. Genau. Sowas wollen wir hier nicht sehen. Die hässliche Fratze. Das ist Kerstin Lasogga, oder? Boah, Sexismus. Ja, nicht wegen Frau, sondern weil, hast du die Alte mal gesehen? Okay, Menschenhass, ich bin wieder dabei. Ja, also, wollte ich gerade sagen, das ist doch genau dein Metier eigentlich. Ja. Naja, gut. Da hat sie meinem Gehirn gerade einen dumpfen Schlag gegeben. Das ist dann die zweite Variante für einen Sendungstitel, ja? Entweder, was war das? Schlag. Ein dumpfer Schlag, ja, genau. Ja. Der HSV hat übrigens auch nur noch Flutlichtspiele, also auswärts zumindest. Die spielen jetzt freitags in Darmstadt und Magdeburg noch, bevor sie zu uns kommen. Ja. Ja, das ist ja quasi atmosphärisch genau die richtige Einstimmung, ne? Darmstadt, Magdeburg, Wien. Also es steigert sich ja von Mal zu Mal. Absolut, ja. Wobei, ich meine, für die ist ja schließlich unser Stadion dann auch mal ausverkauft. Also das, die müssen ja nicht, die kommen ja nicht an wie Groß Asbach oder sowas, dann vor 1800 Zuschauern. So ist das ja nicht. Ich glaube, die spielen oft vor ausverkauftem Haus, auch in Darmstadt und Magdeburg, wird es gesagt. Ja, natürlich. Aber ich meine, okay, ist egal, die Argumentation wird jetzt nichts mehr. Perfekt. Was wollte ich denn noch zum SVW? Habt ihr noch irgendwas? Die Jugend hattest du, glaube ich, noch. Aber die Jugend? Wie ausführlich wir die machen müssen. Nee, nur ganz kurz zu U17. Die haben letzte Woche gegen Hoffenheim gewonnen. Das ist ja schon mal eine Nachricht wert in der B-Junioren-Bundesliga. Das war dann auch der erste Saisonsieg, glaube ich. Haben wir jetzt dafür aber jetzt am vergangenen Wochenende in Ulm verloren. Und da war Nils Döring sehr empört oder erbost und hat größere Veränderungen in der Mannschaft, sowohl was die Einstellung angeht, als auch die Aufstellung. Hat er angekündigt. Ja, Aktionismus. Ja. Das ist meistens immer die Meldung, bevor die Meldung kommt, den Trainer von Aufgaben entbunden. Ja, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht und ich weiß nicht, hat man das schon mal erwähnt, das fiel mir erst zum Nachhinein auf, warum Döring da wahrscheinlich dazu der B-Junioren-Mannschaft rotiert ist, weil ich glaube, der hat halt die entsprechende Lizenz dafür, ne? Also in diesen A-Junioren- und B-Junioren-Bundesligen, da muss der auch schon eine entsprechende höherklassige Lizenz da haben. Da kann er jetzt nicht mehr so der Durchschnitts-Jugendtrainer dann da antreten. Ja, ich glaube, es gibt ja die B-Lizenz, die A-Lizenz und dann gibt es noch die... Den Fußballlehrer dann, ne? Ja, dazwischen gibt es noch so eine ja. Jugendlizenz und ich weiß jetzt nicht, aber ja, ich denke mal, ich glaube, er hat jetzt den Torhüter gewechselt, einen neuen Kapitän benannt und es gibt eine Trainingsgruppe 2. Was, echt? Ich dachte schon. Na gut. Und auf der Pressekonferenz die Fragen stelle ich, die Antworten gebe ich auch. Ah, das läuft das dann nicht so auf bei der B-Union oder bei der U17 Pressekonferenz? Gibt es da Pressekonferenzen? Es gibt ja nicht mal bei der ersten Mannschaft bei uns Pressekonferenzen. Ja doch, das schon. Nach den Spielen gibt es auch mal Pressekonferenzen. Ja, gut. Ja. Nach dem Spiel, das sind aber immer diese offiziellen. Ja, ja. Also mit Gegnertrainer und so. Ja, ja. Ja, vorher gab es da doch auch immer irgendwas, oder? Oder gibt es das nicht mehr? Vorher gibt es inzwischen nur noch diese Interviews auf dem YouTube-Kanal. Oder du hast halt dann mal so Special-Zeug, wenn irgendwie so... Wenn sie in der Schule sind irgendwo. Wenn der Wiesbadener Kurier mit irgendwie am Kids-Tag da mit welchen ankommt. Mhm. Oder wenn sie halt wie neulich in der Schule sind. Ja. Wir müssen da mal hin. Weswegen wir da überhaupt... nur wegen uns müssen sie jedes Wochenende Pressekonferenz. Das wäre doch mal cool. Was wir dann auch erfragen könnten, das war ja nochmal Thema, wieder an diesem Wochenende, die richtige Aussprache von DKK. Daniel Kofi... Punkt, Punkt, Punkt.
Jetzt gab es eine neue Variation. Auch die liebe Sabine hat sich da genauso wie ich drüber aufgeregt oder war verwirrt. Jetzt hat bei der Telekom, was haben sie jetzt? Kirre. Kirre war jetzt dann dabei. Also wir hatten jetzt schon... Das ist doch ein Adjektiv. Ja, genau. Also es ist offensichtlich auch bei den Kommentatoren herrscht noch keine Einigkeit darüber. Sonja, willst du da nicht mal hingehen und mal fragen gehen? Wie wär's denn? Sollte ich mal machen, ja. Aber ich glaube hier mein bester Freund aus München, der Stadionsprecher, der hat, glaube ich, Schiere gesagt. Aber dem würde ich jetzt auch nicht grundsätzlich alles glauben, was er so gesagt hat. Ja, genau. Also wir hatten schon irgendwie Schiré, Schiri, Kirre, Kire. Also das, ja, weiß ich nicht. Vielleicht frage ich auch das mal den Daniel Mucha. Vielleicht rufe ich ihn an. Vielleicht kann der mir das sagen. Oder ich hätte es gerne einmal eingesprochen vom Spieler selber. Darum bitte ich ihn mal. Mal gucken, ob er da die Woche vielleicht mal Zeit hat, dass er uns das schicken könnte. Das wäre total gut. Cool wäre auch, wenn er seinen Namen verschieden ausspricht und wir bei jeder Sendung einen anderen Einspieler haben. das wäre super, ja. Und im Hintergrund bellt der Hund von Manuel Schäffler. Genau. Natürlich. Ja. Weil er weiß, er ist jetzt gerade live auf Instagram. Und er wird verkauft, wenn er es nicht macht. Genau. Okay, dann habe ich noch eine News. Der DFB führt ein Financial Fair Play in der dritten Liga ein. Das klingt so ein bisschen so nach, wir müssen ein bisschen was hier machen und wir hatten jetzt ein bisschen viel Insolvenzen, jetzt müssen wir irgendwie mal so tun, als würden wir uns kümmern. Es gibt mehr Geld, also es gibt zwei Töpfe. Also es gibt keine Strafen, sondern im Prinzip nur Belohnungen. Das ist momentan so das Konzept. Das eine ist, wenn du ein positives wirtschaftliches Saisonergebnis erzielst, da gibt's was dafür. Und das andere, wenn du gut geplant hast, also deine Planung erreichst oder übertroffen hast. Du kannst ja auch mit einem Minus planen, das kommt ja durchaus vor. Aber wenn du dann halt das wenigstens dann auch einhältst, was du da geplant hast, dann bist du sozusagen da drin und da wird dann halt auch nochmal irgendwie diverse Euros dann verteilt auf für alle, die das zutrifft. Und wenn du halt gut geplant hast und noch ein positives Ergebnis erzielt hast, dann bist du sozusagen an beiden Töpfen dann auch beteiligt. Und das andere ist irgendwie für den Nachwuchs, da gab es ja vorher irgendwie so eine knappe Million und das wird jetzt auf knapp 3 Millionen aufgestockt, die halt an die Nachwuchsleistungszentren gehen. Da werden dann zum Beispiel so Sachen wie die Einsatzzeiten von U21-Spielern mit deutscher Staatsangehörigkeit dann berücksichtigt. Das heißt, wenn du viele Nachwuchsspiele dann tatsächlich auch einsetzt, kriegst du mehr Kohle. Und das gilt auch schon in dieser Saison. Das heißt, im Idealfall kannst du da auch dein laufendes Budget ein bisschen aufpeppen damit. Zumindest am Ende der Saison gibt es dann vielleicht nochmal Nachschlag. Fand ich ganz interessant, ob das jetzt tatsächlich Vereine dazu bewegt, vielleicht gerade welche nach einem direkten Abstieg dann sich vielleicht nicht zu sehr zu verschulden, um den Wiederaufstieg zu erzwingen. Ob das dann da reicht, weiß ich nicht. Werden wir mal beobachten. Habt ihr dazu noch irgendwie weiterführende Infos oder Kommentare? Ich bin froh, dass du es mir erklärt hast. Ja, ich habe das jetzt versucht, mal jetzt mal ganz, ganz grob zusammenzufassen. Also das kann man natürlich detaillierter nachlesen. Vielleicht verlinke ich auch mal die beiden Dokumente, also auf dem DFB, da ist es dann halt ein bisschen ausführlicher natürlich beschrieben. Das Kicker zum Beispiel hat es dann schon zusammengefasst und ich habe es jetzt versucht, nochmal kürzer zusammenzufassen. Also wer sich da gerne nochmal einlesen möchte, ich verlinke mal da die beiden offiziellen Dokumente da vom DFB einfach in den Shownotes, da könnt ihr es nochmal nachlesen. Ja, ich steht auch nicht drunter United by Football. Weiß ich nicht mehr. Ich habe es tatsächlich mal aufgemacht, das PDF, aber hab's jetzt nicht mehr vor Augen. Ob da auch wieder so ein Slogan reingesetzt war oder als Hintergrundbild oder so. Okay, dann haben wir eigentlich nur noch unsere abschließende Rubrik Buntes. Gibt es irgendwas Neues aus Instagram und Co., Sonja? Was ist da los?
Mir ist nicht so wirklich was aufgefallen, nee. Nee, schade. Es ist langweilig. Du bist doch jetzt auch bei Instagram unterwegs. Das stimmt. Ich habe da jetzt mal neulich zum ersten Mal eine Insta-Story gemacht, als ich mit meinem Ausflug nach Lissabon, und da habe ich dann irgendwie immer mal wieder so ein Bild dann dazu gepackt, oder eine ganze Reihe waren es dann am Ende. Die verschwinden ja aber dann auch dann irgendwie, also nicht komplett, oder die Story verlängert sich nicht, sondern irgendwann fängt das quasi mittendrin dann an. Habe ich das richtig gesehen, ja? Ja gut, es geht nach 24 Stunden, geht das, was du gepostet hast, einfach wieder weg. Okay. Ja, ich wollte mal, hatte noch überlegt, ob ich dann vielleicht ein paar Bilder dann noch so dauerhaft dann da irgendwie speichere, aber ach, irgendwie beschäftige ich mich jetzt auch nicht so viel mit Instagram. Aber ich zeig dir das mal, das geht ganz einfach. Ja, das zeigst du mir mal, wenn wir das nächste Mal irgendwie uns in der ersten Halbzeit gegen Groß Asbach langweilen. Genau. Dann kannst du mir das mal erklären. Ansonsten, ihr da draußen, falls ihr Lust habt, mir bei Instagram zu folgen, wie gesagt, ab und zu gibt es mal ein Fußballbild. Ein Fußballbildchen. Nicht zum Aufkleben, nur zum Angucken. Die Sonja ist auch bei Instagram natürlich. Da heißt du auch Sonja Riegel, ne? So wie bei Twitter auch. Ja, genau. Und wie im echten Leben. Ja. Wie im echten Leben. Und der Micha ist nicht bei Instagram, oder? Doch. Du bist auch da? Ach, stimmt. Ja. Ja, na klar. Haben wir auch schon erzählt, ne? Auch Weberer. Genau wie dein Twitter-Händler auch, ne? War das so? Finde ich gar nicht. Ach, wenn ihr nach dem Namen googelt oder bingt in Instagram, dann. Nee, bei Instagram bin ich Micha Vape. Ach, so war das, genau. Ja. Ach, wir sind so Social Media affin. Wir sind total die. Da findest du meine Frau, ja. Ah ja, na gut, immerhin. Wen es interessiert. Da sehen wir vielleicht mal ein Bild von dir. Also wo du drauf bist. Ja. Ja. Nee, okay. Mein letztes Bild war das Foto einer Nussecke. Auch schön. Nusseckenfotografie ist auch sehr unterschätzt. Ja. In Form einer 40. Mm. Happy Birthday to you. Haben wir jetzt deinen Geburtstag verpasst, Micha? Das wollte ich, ja, darauf wollte ich nicht Freitag. Hinaus. Darauf wolltest du nicht hinaus. Nee. Freitag? Wo waren wir denn am Freitag? Achso, stimmt, du warst auf dem Stadtfest. Du hast ja schlechte Musik zum Geburtstag gegeben. Ey. Bei Johannes Oerding, da kann man sich jetzt streiten, was besser gewesen wäre, das Spiel in Münster zu gucken. Also ich fand Johannes Oerding, so die Lieder, das sind ja auch so, wie sagtest du so vorhin schon so schön, so austauschbar. Das ist doch auch so aus dieser Menschenleben tanzen Welt, oder? Ist das doch so? Ja, genau. Also da gibt es so ein paar Lieder, die man so aus dem Radio kennt, die man sich auch anhören kann. Aber also was dazwischen kam, das ging halt gar nicht. Also da wurde dann irgendwie, ja, so ein bisschen mit der Crowd so Kontakt aufnimmt und. Ist da die gut drauf? Ja, nicht so schlimm, aber das war teilweise schon so, dass ich da gesagt habe, so, okay, 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 wer von euch ist gerade verliebt? Mal die Hand hoch. Ja. Ja, die Sonja, die ist auf jeder Stage zu Hause hier, ich merke das schon. Ich kenne alle Abgründe. Sehr gut. Aber okay. Ist schon böse, ey. Warum hast du deinen Geburtstag so verbracht? Ich meine, der Misserfolg deiner Fußballteams hat dir zwar recht gegeben, aber trotzdem irgendwie traurig. Ich habe halt nach einer Möglichkeit gesucht, weil ich nicht groß gefeiert habe, nachdem ich vorher mit der Familie gefeiert habe. Noch mit ein paar Kumpels das zu machen, und da meine Frau das halt mit dem Stadtfest vorgeschlagen, und die wollten dann da auch hingehen, und dann habe ich halt gesagt, gut, dann machen wir das halt. Okay. Und so habe ich dann eben dann die Möglichkeit gehabt, noch meinen Kumpels anzustoßen und oder mit ein paar Pärchen, die da waren, und ja, das danach. Ist geil. Wie stelle ich mir die Hölle vor? Ich fand es jetzt, es war okay. Zwischendurch hatte ich auch überlegt, gehe ich nicht doch lieber ins Rogex und gucke mir die beiden Spiele an, aber. Ja, da hättest du dich am Ende auch geärgert. Genau. Genau. Denn irgendwann ist dann doch auch gut, wenn man nicht nur Fußball hat. Ja. Aber alles Gute nachträglich nochmal. Ja, genau. Danke. Glückwunsch, Glückwunsch. Auf die nächsten 40. Genau. Auf ja. Die nächste Nussecke. Ansonsten haben wir, glaube ich, nicht viel aus dem bunten Saisonspende. Ist der aktuelle Stand 47 Euro. Es wird. Juhu. Genau. Auf die nächsten 47. Ja, ja, das kann natürlich schnell gehen. Sollten wir gegen den HSV gewinnen, da werde ich ja nochmal verdoppeln. Und dann wird es dann langsam teuer. Aber das wäre es mir wert.
Nur mal so als kleine Motivationshilfe für die Mannschaft, falls die noch nicht bei 120% motiviert ist. Okay, dann ja, sind wir eigentlich am Ende. Die Hassrubrik hat mir ist gerade noch was eingefallen, weil hier noch die Rubrik ehemaliger steht, die wir aber nicht befüllt haben. Ich habe vorhin das gesehen und nur überflogen und es hat einen Moment gedauert, bis mir der ehemaligen Bezug kam, aber Sven Demand, unser ehemaliger Trainer, wurde interviewt vom Geiss-Blog. Das ist ein Blog-Magazin rund um den 1. FC Köln. Macht ein Ex-Kollege von mir, der Marc, ist da ganz, ganz fett drin. Die haben ihn interviewt und zwar in dem Kontext, dass er noch der, glaube ich, in der ewigen Torjägerliste der zweiten Liga führt und Terodde jetzt ihm auf den Fersen ist und ihn wohl bald überholen wird. Das können wir vielleicht mal verlinken. Ah, sehr gut. Ja, dann pack mir doch mal hier den Link rein und dann stecke ich das auch in die Shownotes. Ja, also da ist jetzt natürlich nichts über und wie war das damals bei Wiesbaden für Sie, sondern gut, das, okay, das ist eine Thema, aber das finde ich jetzt auch nicht uninteressant. Ja, Stichwort Sven Demann, wo ist der jetzt gerade? Bei in Essen ist er ja nicht mehr, ne? Der, ich glaub, der ist gerade Privatier. Der genießt die Vorzüge seines noch laufenden Vertrages. Ah. Okay. Also, weiß ich nicht. Also er hat wohl keinen neuen Verein. Okay. Ja. Ansonsten von den so diverse Ex-Spiele, die wir noch so übrig haben, die so zuletzt in der dritten Liga aktiv waren, haben wir jetzt auch noch nichts Neues gehört. Wenn sich da mal was tut, werden wir es vermelden. Okay, die Hassrubrik, ja, hat man diesmal leider schon integriert. Das ist leider. Was heißt leider? Ja, ich finde das ja mal ganz schön, so zum Schluss nochmal so ein bisschen abkotzen. So lange hätte ich nicht warten können. Okay. lass mich kurz überlegen, habe ich noch irgendwie eine tolle Statistik? Ja, eine habe ich noch. Wir, der SVW in Wiesbaden, ist ja schon seit Ende oder seit. Ja genau, seit Ende der letzten Saison ja schon führend in der ewigen Drittligatabelle. Jetzt haben wir aber auch die meisten Siege momentan noch gemeinsam mit Erfurt. Aber ab dem nächsten Sieg sind wir da alleine führende in dieser Kategorie. Gut, ich hoffe mal, dass irgendwann der nächste Sieg dann noch kommt. Am besten schon nächste Woche Sonntag diesen Sonntag gegen Halle. Das ist auch schön. Du musst, um da in der Kategorie vorne zu sein, oft gewinnen, aber nicht zu oft, dass du nicht aufsteigst. Ja, genau. Also, das musst du ganz, ganz cool machen. Es ist eigentlich eher eine traurige Kategorie, so ewige der Drittliga-Tabelle, aber wir haben ja sonst nichts. Ja. Es gibt ohne die ewige dritte Liga nicht den ewigen Alf. Das stimmt. Und ich habe noch eins. Mit dem nächsten Sieg, der ja dann hoffentlich am nächsten Sonntag gegen Halle passieren wird, wird Rüdiger Rehm der Trainer mit den meisten Punkten sein bei uns. Also seit SVW in Wiesbaden ist. Also seit, was haben wir jetzt, 11 Jahren. Gut, das ging ja schnell. Ja, also momentan ist er, glaube ich, noch 2 Punkte hinter Gino Lettieri. Der allerdings, weiß ich, ich glaube, momentan noch 14 Spiele mehr hat. Irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe heute nochmal auf die Statistik geschaut. Aber auch das bringen werdet ihr natürlich. Bringen wir dann eine Torte vorbei? Eine Torte ist, ja. Gunnar ist doch gar nicht da, dachte ich. Ja, ich bin im nächsten Heimspiel leider nicht da. Da bin ich im Urlaub. Ja, ich meinte, wenn es soweit ist. Jetzt ja. Nicht, das Spiel abgefilmt ja, und wir holen das Ding aus dem Gefrierfach. Sonja, Sonja, das ist doch super. Du gehst, wenn du die Interviewanfragen da machst und die Namen dann sind, dann bringst du gleich eine Torte mit, wenn das so weit ist. Genau. Was wollen Sie hier genau? Ja, ich habe verschiedene Anliegen. Glückwunsch, Rüdi. Genau. Ja, okay, dann würde ich sagen, war's das. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns in etwa 2 Wochen wieder. Ciao. Tschüss.